Und damit kommen wir zum Programm des heutigen Tages. Wir haben drei Podiumsdiskussionen, werden noch eine Workshop-Phase haben. In wenigen Minuten geht's los mit der ersten Session. Da wird es um nachhaltige Gestaltung des digitalen Zeitalters und neue ethische Herausforderungen gehen. Wir haben da eine kurze Mittagspause. Und um 14 Uhr folgt die zweite Session, mit der wir an das Wissenschaftsjahr Künstliche Intelligenz anknüpfen wollen, wo es also darum geht, wie speziell KI und Big Data Nachhaltigkeitsforschung und auch nachhaltige Entwicklung vorantreiben können. Dann Pause und Workshops im Anschluss und dann haben wir um 17 Uhr das letzte Podium hier, wo es dann um die Chancen und Herausforderungen für die deutsche Forschungs- und Innovationspolitik gehen wird. Sie haben schon gehört, das Ganze läuft hier auch parallel im Livestream. Das können Sie auch gerne nochmal vertwittern, wenn Sie wollen. Wir haben einen Hashtag, der heißt Sustainable Digital Age. Ansonsten freuen wir uns auch, wenn Sie den ein oder anderen Tweet vielleicht absetzen, um ja, das Thema des heutigen Tages noch etwas mehr in die Breite zu bringen. Und damit möchte ich auch direkt zum ersten Panel kommen. Das digitale Zeitalter und das Ernstsystem, die Welt im Auf- und Umbruch. Und wir haben eigentlich schon seit der Industrialisierung erlebt, dass die Menschen immer wieder in die natürliche Umwelt eingegriffen haben. Und das hat Spuren hinterlassen. Und eigentlich ist fast klar, dass wir die 2-Grad-Leitplanke überschreiten werden. Und was noch nicht so ganz klar ist, ist, wie das sich eigentlich mit der Digitalisierung entwickelt, wie konkret die Auswirkungen dort für Gesellschaft, Umwelt und den Mensch aussehen werden. Was wir aber wissen, ist, dass die Digitalisierung auch viele Chancen bietet, auch gesellschaftliche Chancen, der Teilhabe zum Beispiel und im besten Falle bietet es auch ein menschenwürdigeres Leben für alle. Deswegen, weil wir da aber noch ganz am Anfang stehen und nicht wissen, wie sich das entwickelt, wollen wir jetzt darüber ins Gespräch kommen, wie kann die Digitalisierung unter Einhaltung planetarischer Leitplanken gestaltet werden, mit welchen Chancen und Herausforderungen haben wir es zu tun und wie passen eigentlich Demokratie und die drängenden ökologischen Fragestellungen zusammen. Bevor es losgeht mit der Diskussion, möchte ich das Wort noch an den Impulsgeber übergeben, Professor Dr. Dirk Mester von der Universität der Vereinten Nationen und der WBGU wird einmal noch das WBGU Gutachten zusammenfassen. Bitte schön. Herr Ricke, wenn Sie es mir erlauben, ziehe ich zum Arbeiten meine Jacke aus. Ja. Was? Liebe Ina, war das okay? Gut. Also jetzt habe ich hier eine doppelte Bestätigung bekommen, dass ich arbeiten darf, wie ich es mir vorstelle. Lieber Herr Ricke, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen die Grundzüge eines Gutachtens vorstellen, das 500 Seiten hat. Dafür habe ich jetzt 20 Minuten. Insofern kann ich nur versuchen, einige Schneisen zu schlagen natürlich. Und das werde ich jetzt im Folgenden versuchen zu tun. Es geht um Heuristiken, mit denen wir gearbeitet haben in unserem Gutachten. Es geht um Herausforderungen, wie man diese beiden Dynamiken, Nachhaltigkeit auf der einen Seite und die digitale Transformation auf der anderen Seite zusammenführen kann. Und dann geht es auch um viele offene Fragen. Forschungsagenten habe ich deswegen hier auf die Slide vorne drauf geschrieben und Sabine Schlacker hat eben schon darauf hingewiesen, wir haben hier viele offene Fragen zu beantworten, deswegen ist es wichtig, dass wir heute im BMBF über dieses Thema diskutieren. Wir haben im Kern 2 Leitfragen verfolgt mit diesem Gutachten, die ich Ihnen kurz benennen möchte, damit Sie sehen, was uns interessiert und angetrieben hat. Die erste Frage war, wie die digitalen Technologien genutzt werden können und um Nachhaltigkeit voranzubringen, also in den Dienst der Nachhaltigkeit gestellt werden können. Eine instrumentelle Perspektive auf die Nachhaltigkeit. Und wir haben gefragt, ob wir die Disruption, nach der wir ja suchen, wenn wir über Klimaschutz reden und Nachhaltigkeitstransformation, wir haben nur noch wenig Zeit, die Probleme zu lösen, wir müssen die Nachhaltigkeitstransformation beschleunigen. Sind das jetzt die Technologien, auf die wir immer gewartet haben? Und darüber werde ich Ihnen natürlich gleich einige Ausführungen machen. Also das war die erste Frage. Wie bringen wir Nachhaltigkeit zusammen mit der Digitalisierung aus einer instrumentellen Perspektive? Die zweite Frage ist dann eigentlich grundlegender. Und Sie werden sehen, dass sie uns intensiv beschäftigt hat. Wir haben nämlich beobachtet und gesehen, dass die Digitalisierung selbst mit ihren Dynamiken, Sabine Schlacker hat darauf hingewiesen oder hat den Vergleich gemacht mit der industriellen Revolution, die Digitalisierung selbst hat eine Kraft der Veränderung, die unsere Gesellschaften transformieren werden. Und wie diese Transformationsprozesse dann wiederum mit Nachhaltigkeitsvorstellungen zusammengebracht werden müssen, ist unsere zweite Frage. Und damit möchte ich in die Diskussion des Gutachtens selbst eintauchen. Wir haben zunächst mal, und das werde ich ganz knapp machen, eine Vielzahl von, was wir Schauplätze des digitalen Wandels nennen, untersucht. Und was Sie hier sehen können, sind vielleicht 2, 3 wichtige Beobachtungen. Die erste Beobachtung ist, Digitalisierung ist nicht, wie manche noch immer meinen, ein Sektor, sondern Digitalisierung setzt sich in allen möglichen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft durch.
Sie betrifft auch alle Bereiche der 2030-Agenda. In der Rückschau ist es erstaunlich zu beobachten, dass die 2030-Agenda mit ihren Nachhaltigkeitszielen, die erst vor 4 Jahren verabschiedet worden ist, 2015, die Digitalisierung so gut wie komplett ausblendet. Weil was Sie hier sehen können ist, die Digitalisierung betrifft so viele Bereiche, die mit der 2030-Agenda korrespondieren, dass es uns jetzt ja augenscheinlich ist, dass wir diese beiden Megatransformationen versuchen müssen zusammenzubringen. Es ist auch schon darauf hingedeutet worden, dass nicht überall da, wo Smart draufsteht, auch Smart drinsteckt. Und wenn Sie in unsere Schauplätze hineinzoomen, werden Sie das sehen. Wir haben viele Bereiche, in denen Digitalisierung Veränderungen erzeugen. Ob sie immer mit Nachhaltigkeit verbunden sind, ist oft eine sehr offene Frage. Sie werden gleich sehen, wenn man die Frage thematisiert, die ich eben schon angesprochen habe, sind das die Disruptionen, auf die wir gewartet haben? Dann ist eine Teilantwort ganz sicher, das ist eine riesige Gestaltungsaufgabe. Digitalisierung resultiert nicht automatisch in nachhaltiger Entwicklung. Digitalisierung hat Potenziale, Digitalisierung hat Risiken. Nur wenn wir Digitalisierung gestalten und verbinden mit den Zielsystemen der Nachhaltigkeit, gibt es eine Chance, dass sie genutzt werden können, diese neuen Instrumente, um die großen Menschheitsaufgaben, von denen Herr Rieke gesprochen hat, des 21. Jahrhunderts zu bewerkstelligen. Jetzt müsste ich eins weiterrutschen. No? Ah, okay. Wir arbeiten in unserem Gutachten mit einer zeitlichen Dimension der Digitalisierung. Und diese Heuristik, wir nennen das Dynamiken, diese Dynamiken der Digitalisierung, die möchte ich Ihnen jetzt kurz vor Augen führen, weil für uns ist das sozusagen der Schlüssel zum Verständnis der Digitalisierung selber. Sie werden gleich sehen, wir versuchen in dieser ersten Dynamik zu erörtern und zu diskutieren, wie Digitalisierung mit Nachhaltigkeit zusammengebracht werden kann. Wie die digitalen Instrumente genutzt werden können, um Nachhaltigkeitsfragen zu lösen. Wir schauen dann in der zweiten Dynamik darauf, wie eine digitale Gesellschaft selbst entsteht und wie das wiederum mit Nachhaltigkeitsherausforderungen kombiniert werden kann. Und wir beschäftigen uns dann, wie Sie hier sehen können auf der Slide, mit der Zukunft des Menschen. Und ich werde Ihnen gleich zeigen, was uns dabei vorschwebt. Wir nennen übrigens diese Dynamiken und nicht Sequenzen. Darüber haben wir lange diskutiert, weil wir beobachten, dass diese unterschiedlichen Phasen oder diese unterschiedlichen Wellen nicht aneinander anschließen. Also nicht die erste Dynamik entsteht, wird abgeschlossen und die zweite Dynamik entsteht dann, sondern alle drei Dynamiken sind eigentlich, nicht nur eigentlich, alle drei Dynamiken sind bereits unterwegs. Wir müssen uns auch ihnen allen drei gleichzeitig widmen. Wir haben nicht die Chance auf ein First Things First. Also zunächst die instrumentelle Seite der Digitalisierung uns anzuschauen, dann uns zu bekümmern, wie die digitalisierte Gesellschaft entsteht, um sie nachhaltig zu gestalten und uns später um die Zukunft des Menschen zu kümmern. Sie werden gleich sehen, wir müssen diese Fragen allesamt im Jetzt und hier in der Gegenwart angehen. Ich möchte Sie jetzt durch diese drei Dynamiken hindurchführen und beginnen mit der ersten Dynamik, nämlich der Verknüpfung von Digitalisierung mit der 2030-Agenda. Und Sie sehen hier, wir reden von einer Trendumkehr der Digitalisierung, die notwendig ist, weil wir zwei Dinge beobachten. Das erste ist eigentlich zunächst mal Good News, weil unsere Untersuchung ergibt, wie viele andere Studien, die mittlerweile Gott sei Dank auch vorliegen, dass die digitalen Instrumente, künstliche Intelligenz, virtuelle Realitäten, Machine Learning, haben das Potenzial, das, was wir üblicherweise Green Economy nennen, nämlich Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft, Steigerung von Ressourcen und Energieeffizienz, das Monitoring und der Schutz der Ökosysteme. Wir haben mit diesen Digitalisierungsinstrumenten die Chance, diese Probleme besser zu lösen als ohne die Technologien. Das ist die gute Nachricht. Ich habe Ihnen hier mitgebracht einen Report, GESI Report 2019. Das sind privatwirtschaftliche Institutionen, die zu der Fragestellung arbeiten, wie man Technologie mit Nachhaltigkeit verbinden kann. Sie sehen auf der linken Seite eine Reihe von Funktionen von Digitalisierungsdynamiken und digitalen Instrumenten. Und gezeigt wird, ähnlich wie auch bei uns im Gutachten, diese Technologien haben Potenziale, um Green Economy leichter zu erreichen als ohne ihre Existenz. Das ist die erste Aussage, Good News. Dann haben wir eine zweite Aussage, Bad News, oder jedenfalls eine Herausforderung. Und die zweite Aussage besteht darin, dass, was wir empirisch beobachten können, ist, obwohl wir diese Technologien ja in den letzten 20 Jahren sich bereits haben entwickeln sehen, sehen wir zumindest bisher nicht das, was wir eigentlich bräuchten, nämlich eine Entkopplung der Wohlstandsproduktion von Emissionen und Ressourcenverbrauch und dem Druck auf die Ökosysteme. Also die Potenziale dieser Technologien, die wir beobachten, die andere beobachten, die werden nicht in Wert gesetzt derzeit für Nachhaltigkeitstransformationen. Und ich habe Ihnen hier mitgebracht eine Grafik, die von Future Earth stammt, ein Bericht, der in Kürze veröffentlicht wird.
Und Sie sehen hier auf dieser Grafik den nicht nachhaltigen Entwicklungspfad mit steigenden Emissionen, steigenden Ressourcen, steigenden Druck auf die Ökosysteme. Das wäre der Pfad, den wir brauchen. Wir brauchen einen Knick in Bezug auf die Emissionen, den Ressourcenverbrauch, den Druck auf die Ökosysteme und müssen sie dann Richtung Null fahren im Verlauf der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Und was hier Future Earth argumentiert ist, die digitalen Technologien können in den Dienst des alten Wachstumsmodells gestellt werden. Orientiert an den Anreizsystemen des nicht nachhaltigen Wachstumskonzeptes, orientiert an den Perspektiven und Leitbildern eines nicht nachhaltig orientierten Entwicklungskonzeptes. Also Digitalisierung kann entgegen der Potenziale, die wir sehen, zur Voranbringung der Nachhaltigkeitstransformation zunächst einmal auch das sein, was eben schon Herr Rieke auch genannt hat und Sabine Schlacke aufgenommen hat. Sie können Brandbeschleuniger eines nicht nachhaltigen Entwicklungsprozesses werden. Die Frage ist also, wie konstruieren wir die Missing Links zwischen den Potenzialen der Digitalisierung, die wir sehen für Nachhaltigkeit, und der Nachhaltigkeit selber? Und dazu möchte ich Ihnen zwei, drei Beispiele geben, weil in dem Gutachten selber finden Sie eine Menge an Material dazu natürlich. Und ich möchte Ihnen drei ganz simple Dinge nennen, um die Missing Links zwischen der Digitalisierung, den Potenzialen, die in ihnen stecken für Nachhaltigkeit und der Nachhaltigkeit selbst darzustellen. Drei einfache Dinge, aber sehr herausforderungsvoll, wenn wir daran gingen, sie wirklich umzusetzen. Und die drei Dinge, auf die ich gerne aufmerksam machen könnte, sind die folgenden. Der erste Punkt ist der hier als zweite Überschrift genannt ist. Wir bräuchten eine Steuerreform und ein Preissystem, das die Wahrheit sagt in Bezug auf die Verheerungen, die Emissionen anrichten und überzogener Ressourcenverbrauch und Druck auf die Ökosysteme, weil solange wir zum Beispiel Arbeit übermäßig besteuern, aber Ressourcen und Emissionen nicht, werden diese Technologien natürlich zur Steigerung der Arbeitsproduktivität eingesetzt und nicht zur Steigerung der Emissioneffizienz, der Reduktion von Treibhausgasemissionen und einem reduzierten Druck auf die Ökosysteme. Ein ganz altes Thema, aber von großer Bedeutung. Wenn die Preissysteme nicht geändert werden und die ökologische Wahrheit ausgedrückt wird, können wir nicht erwarten, dass diese Instrumente eingesetzt werden für Wandel in Richtung Nachhaltigkeit. Der zweite Punkt, der hier aufgeführt ist, Nummer 4 in dieser Liste, ich kann Ihnen nicht all diese Elemente vorzeigen, die hier von Bedeutung wären. Der zweite Punkt ist auch ein ganz einfacher, der aber eine große Aufgabe darstellt. Wir haben in der Vorbereitung unseres Gutachtens viele Diskussionen mit dem Ressort geführt. Herr Rieke, Sie sind ja als ein Vertreter eines unserer unterstützenden Ministerien im Saal selber. Wir haben mit allen Ressorts zusammengearbeitet im Prozess der Produktion dieses Gutachtens. Was dabei ganz deutlich geworden ist, ist, das Know-how in den Ressorts, in den Ministerien über das, was digitalisierte Technologien sind, das, was KI ausmacht oder Machine Learning ausmacht, ist außerordentlich schwach ausgeprägt bisher. Wir brauchen eine massive Ausdehnung des Know-hows in den Ressorts über das, was hier digitale Transformation heißt. Im Englischen formuliert, because you cannot govern what you do not understand. Und das ist eine ganz simple Aussage mit beachtlicher Wirkung. Wir müssen die Modernisierung unserer ministeriellen Landschaft in diesen Bereichen massiv vorantreiben, um nicht nur Governance und Gestaltung einzufordern, sondern sie auch möglich zu machen. Und der dritte Punkt, der ist hier bereits angesprochen worden von Herrn Rieke, auch von der Moderatorin und von Sabine Schlacke. Wir haben im Prozess der Arbeit und unserer Studie festgestellt, dass die Überschneidung zwischen der Nachhaltigkeitsforschung auf der einen Seite, die in den letzten 30 Jahren entstanden ist, und der Digitalisierungsforschung auf der anderen Seite marginal ist. Wenn wir diese beiden Transformationsprozesse zusammenführen wollen, dann müssen wir offensichtlich hier neue Communities schaffen, so ähnlich wie das am Weizenbaum-Institut jetzt initiiert worden ist. Aber wir müssen das in der Größenordnung hinbekommen, die dann auch tatsächlich Wandel erlaubt. Wir werden Digitalisierung nur dann auf Nachhaltigkeit ausrichten, wenn diese Herausbildung von neuen Forschungscommunities existiert. Ich war in der letzten Woche oder vorletzten Woche am ISI, im Innovationsforschungsinstitut der Fraunhofer Gesellschaft in Karlsruhe, da haben wir genau diesen Punkt 2 Stunden lang intensiv diskutiert. Im ISI wird zu Innovationen gearbeitet, zu Nachhaltigkeitsfragen gearbeitet, KI, Machine Learning, virtuelle Realitäten, all das sind Know-how-Pools, die müssen jetzt überhaupt erst in Gang gesetzt werden und an Bord geholt werden. Große Aufgaben, die hier vor uns stehen. Wir haben in Bezug auf diese erste Dynamik, das Zusammenführen der Nachhaltigkeits- und der Digitalisierungstransformation, eine Charta entwickelt, sozusagen als Ergänzung der 2030-Charta für die Nachhaltigkeitsziele, weil wir beobachtet haben, dass in der 2030-Agenda die digitalisierte Realität noch gar nicht abgebildet ist. Wir haben diese Charta
entwickelt und versucht, diese beiden Elemente miteinander zu verbinden, die Digitalisierungstransformation, die Nachhaltigkeitstransformation. Und sie im September vorgestellt bei den Vereinten Nationen im Rahmen des SDG und des Klimagipfels und dort angeregt, diese Diskussionen voranzutreiben. Ich war in der letzten Woche in Japan bei den Vereinten Nationen und wir haben dort diese Diskussion weiter vorgeführt. Wie Sie sehen, haben wir diesen Prozess nicht alleine in Gang gesetzt. Wir kooperieren hier in Bezug auf die Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitsleitbildern mit Digitalisierungsleitbildern, mit einer ganzen Reihe von internationalen Forschungsinstituten oder Forschungsnetzwerken, um das zu einer Aufgabe der internationalen Wissenschaft selbst zu machen. Wir kommen jetzt zu der zweiten Dynamik, der Gestaltung, der nachhaltigen Gestaltung der digitalisierten Gesellschaft. Und hier geht es um den Punkt, den ich mit der zweiten Leitfrage am Anfang angesprochen habe. Wir erwarten, dass die Digitalisierung unsere Gesellschaften grundlegend verändert. Wir erwarten, dass im Zuge der Digitalisierung so etwas wie eine neue Grammatik für unsere Gesellschaften entsteht. Wir vergleichen, wie Sabine Schlacke eben schon angedeutet hat, die industrielle Revolution mit ihren Umbrüchen, mit dem, was jetzt durch die Digitalisierung angestoßen wird. Und wir haben vor diesem Hintergrund versucht, über die Beschreibung und das Verständnis einzelner digitalisierter Technologien hinaus, Blockchain und Machine Learning und virtuellen Realitäten, wir nennen das die Grundcharakteristika des digitalen Zeitalters zu entschlüsseln. Wir haben 5 solcher Charakteristika entwickelt und benannt und unsere Hypothese ist, dass diese Charakteristika des digitalen Zeitalters unsere Gesellschaften, die Wirtschaft, die Demokratie, unser Verhältnis zum Planeten, unser Verhältnis zu uns selber und zu uns als Menschen grundlegend verändern wird. Aus der Vergangenheit wissen wir, wenn Sie sich anschauen, wie die Renaissance entsteht, Bernd Rück hat dazu ein wunderbares Buch geschrieben über das Entstehen der Renaissance, wenn Sie sich anschauen, wie die industrielle Gesellschaft entstanden ist, Osterhammel hat darüber ein dickes Werk geschrieben, die Verwandlung der Welt im 19. Jahrhundert, oder wenn Sie Braudel lesen über das Entstehen der internationalen Marktwirtschaft, des internationalen Kapitalismus, wenn Sie diese Prozesse beobachten, geht es nahezu immer um die Veränderung von 4, 5 Grundsystemen unserer Gesellschaft. Wir glauben, dass die Charakteristika, die ich Ihnen gleich benennen werde, dass die auch diese Grundsysteme unserer Gesellschaft verändern. Bei dem Übergang der unterschiedlichen Gesellschaftsformationen können wir immer beobachten, dass sich Kommunikationssysteme verändern. Der Buchdruck hat die Renaissance eingeleitet und dann die industrielle Gesellschaft vorbereitet und die Wissenschaftsgesellschaft, wie wir sie heute kennen. Das zweite wichtige System, das verändert wird in großen Umbrüchen, das ist die Art und Weise, wie der Mensch den Raum gestaltet, die Mobilität gestaltet. Das Zeitalter, in dem der Radius der Menschen durch Pferde determiniert war, hat sich radikal verändert durch das Aufkommen des Automobils, dann durch die Flugzeuge, mit denen wir die ganze gesamte Welt erschlossen haben und im Anschluss daran jetzt virtuelle Realitäten. Mobilität und Raum und Geografie verändern sich. Produktionssysteme brechen um. Dadurch, dass Technologien Wandel einleiten und darüber hinaus entstehen neue Weltbilder. Im Übergang zur Renaissance zum Beispiel Kopernikus, der das Weltbild komplett umgedreht hat. Wir behaupten, dass das, was wir jetzt hier beobachten, neue Weltbilder schaffen wird und auch kulturelle Herausforderungen. Im Übergang zur Renaissance hat die Reformation das Verständnis von Mensch und Religion verändert. Die digitalisierte Gesellschaft wird ebenso tiefgreifende Veränderungen voranbringen. Die 5 Charakteristika, die wir identifiziert haben, möchte ich Ihnen nur kurz benennen und lassen Sie sie vor Ihrem Auge Revue passieren und denken Sie darüber nach, wie diese Charakteristika unsere Gesellschaften, unsere Wirtschaften und selber die Demokratie verändern wird und diese Grundsysteme, von denen ich eben gesprochen habe. Die erste Charakteristik, das ist die Vernetzung. Vernetzung von Daten, Vernetzung von Menschen, das Internet of Things, die Vernetzung von virtueller Realität mit physischer Realität. Diese Prozesse werden unsere Wirtschaften komplett verändern, die Demokratie verändern, unsere Gesellschaften tiefgreifend reformieren. Ein zweites, vielleicht das wichtigste Charakteristikum, das wir in unserem Report diskutieren, ich habe hier so ein bisschen Zeitverzögerung, das ist die Ausstattung von Maschinen mit Kognition, mit analytischen Fähigkeiten, eine große Veränderung. Wir haben in den vergangenen 2 Jahrhunderten Maschinen gebaut, die haben menschliche und tierische Muskelkraft ersetzt und dann die Präzision in industriellen Prozessen beispielsweise. Jetzt bauen wir technische Systeme, die an den Wettbewerbsvorteil menschlicher Existenz gehen, unsere Fähigkeit zu analytischem Denken. Und wir können hier eine lange Liste von bereits erreichten Beobachtungen sehen. Menschen können gegen Maschinen im Schachspielen nicht mehr
nicht mehr gewinnen. Sie können auch Go nicht mehr gewinnen im Austausch mit, Autoaustausch mit Maschinen. Gesichts- und Stimmerkennung werden immer weiter vorangetrieben. Als ich jetzt aus Japan wieder ausgereist bin, brauchte ich nur noch mein Gesicht zeigen und den Pass durch eine elektronische Maschine laufen lassen. Eine weitere Kontrolle war nicht mehr notwendig. KI übersetzt Texte, KI produziert Texte, KI produziert Bücher, KI wird immer besser in der Mustererkennung, Verhaltensprognose, vielleicht Verhaltensmanipulation, in der medizinischen Prognose, zum Beispiel der Tumoranalyse. Eine vielfältige Veränderung unserer Wirtschaft mit Auswirkungen einerseits auf die Zukunft des Menschen, unserer Rolle in der Interaktion mit technischen Systemen. Wir sind jetzt eben mit technischen Systemen konfrontiert, die unsere eigenen Stärken im kognitiven Bereich, die unseren eigenen Stärken im kognitiven Bereich erstaunlich nahe kommen. Und das wird natürlich die Art und Weise, wie wir unsere Produktionsprozesse gestalten und unsere Gesellschaften weitgehend verändern. Das vierte Charakteristikum, das wir in unserem Gutachten diskutieren, ist das der autonomen Systeme. Wenn Sie die artifizielle Intelligenz und das Machine Learning verbinden mit Big Data Analysis, dann können dadurch autonome Systeme entstehen in der Industrie und in der Industrieproduktion. Systeme also, die sich selbst weiterentwickeln und Reparaturanfälligkeit analysieren und dann entsprechend für Reparatur sorgen. Wir werden autonome Mobilitätssysteme haben. Von Gerichten werden autonome Systeme zur Analyse menschlicher Verhaltensweisen eingesetzt, mit allen Vor- und Nachteilen, die das haben kann. Von der Polizei in einigen Ländern kann man Ähnliches lernen. In der Personalauswahl werden autonome Systeme eingesetzt, die nach bestimmten Mustern Personen einordnen und ihre Fähigkeiten und zukünftigen Potenziale abschätzen. Autonome Waffensysteme werden erweitert, werden auch bald Steuerung sozialer Prozesse in Angriff genommen. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Reihe von Fragen, die sich daraus ergeben. Welche Aufgaben können technische Systeme besser erledigen als Menschen? Wo wollen wir technische Systeme einsetzen und wo wollen wir sie begrenzen? Wie verändert Machine Learning das menschliche Entscheiden, das menschliche Verhalten? Eine Vielzahl, Herr Ricke, sehr grundlegender Fragen, die die Tiefe unserer Gesellschaft angehen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Viele Möglichkeiten, viele Potenziale, aber natürlich auch Herausforderungen, die wir gestaltend angehen sollten und nicht, wie Sabine Schlacke zu Recht gesagt hat, in einem Anpassungsmodus verfolgen sollten. Virtualität, das vorletzte Charakteristikum. Ich habe eben von der Gestaltung von Räumen gesprochen, vom Pferdezeitalter zum Autozeitalter, zum Flugzeugalter und jetzt zum virtuellen Zeitalter. Neben den drei Dimensionen, die wir gut kennen, tritt jetzt eine vierte Dimension. Wir verschmelzen virtuelle Realitäten mit physischen Realitäten und schaffen neue Möglichkeiten der Vernetzung von Menschen, Produktionsprozessen und Datensystemen. Sie können hier unten sehen, die erste Konferenz am Imperial College in London, womit Hologrammen gearbeitet worden ist, wo also ein Teil der Wissenschaftler nicht mehr angereist ist, sondern deren Hologramme Vorträge gehalten haben und die Interaktion mit ihnen neue Chancen des Ausgleichs, des Austausches geschaffen haben. Ein Prozess, der noch am Anfang steht, aber viele Möglichkeiten natürlich impliziert. Und all das wird resultieren in Wissensexplosion, Transformation der Wissenschaft. Sie haben eben zu Recht darauf hingewiesen, im Weizenbaum-Institut bemühen Sie sich darum, diese unterschiedlichen Disziplinen aufeinander zu beziehen. Alle Disziplinen müssen im Augenblick diese neuen Technologieschübe in ihre jeweiligen Forschungen einbeziehen. Die Art und Weise, wie wir Sozialwissenschaften betreiben, wird sich verändern. Die Art und Weise, wie wir Biologie betreiben, wird sich verändern. Wir müssen alle diese Trends in unsere wissenschaftlichen Disziplinen eingliedern und lernen, wie wir mit ihnen neue Erkenntnisse produzieren können. Sie sehen hier unten links ein Buch vom Wissenschaftsverlag Springer. Das erste Buch vom Wissenschaftsverlag Springer, das von einem technischen System erarbeitet worden ist. Deswegen heißt die Autorin auch Beta-Writer. Beta-Writer ist kein menschliches Wesen, sondern ein technisches System, das 150 Fachaufsätze ausgewertet hat und daraus ein Kompendium zum Stand der Batterieforschung entwickelt hat. Also Wissenschaft selbst, Wissenschaftskreation selbst verändert sich. Sind unsere Bildungssysteme darauf vorbereitet? Können wir in diesen neuen Kontexten für Gleichheit sorgen, sodass wir diese Systeme nicht nur von einigen Menschen genutzt sehen oder von einigen Ländern genutzt sehen und andere hier abgehängt werden? Viele Fragen, die sich hier stellen. Wenn man diese zweite Phase sich anguckt, so interessieren uns in unserer Diskussion dann drei Dinge. Das erste ist, wir argumentieren, wir müssen diese Veränderungen, die skizziert worden sind auf der Grundlage dieser Charakteristika, die eine neue Grammatik für unsere Gesellschaften produzieren,
mit Gestaltungsperspektiven verbinden. Die erste Gestaltungsperspektive ist der Mensch und der Planet. Menschlicher Wohlstand, menschlichen Wohlstand von Ressourcenverbrauch, Emissionen, Druck auf die Ökosysteme komplett abkoppeln. Das muss das Ziel sein. Und wie können die Technologien, über die ich hier gesprochen habe, dazu beitragen, diesem Ziel auch tatsächlich näher zu kommen? Wir brauchen entsprechende Digitalisierungsgestaltungsrahmen, an denen wir uns ausrichten. Ein zweiter Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. Wir zeigen in dem Gutachten, dass es neben den Optionen, die wir erkennen und beschreiben in unterschiedlichen Sektoren, auch das gibt, was wir digitale Systemrisiken nennen. Und wir sollten diese digitalen Systemrisiken untersuchen, verstehen, damit wir sie vermeiden können. Und ich will Ihnen nur zwei, drei Beispiele nennen, die Ihnen andeuten, in welche Richtung Systemrisiken gemeint sind. Mit Systemrisiken sprechen wir Phänomene an, die zu einer grundsätzlichen Erschütterung unserer politischen und gesellschaftlichen Ordnung beitragen könnten. Die erste Systemkrise wäre, wenn es uns nicht gelänge, die Digitalisierungsschübe vom Ressourcenverbrauch und vom Energieverbrauch tatsächlich abzukoppeln, weil dann werden wir beschleunigt durch Digitalisierung die planetaren Grenzen noch eher erreichen als ohne sie. Das wäre das erste Systemrisiko, das erste Desaster. Worüber wir viel diskutieren, ist digital ermächtigter Autoritarismus und Totalitarismus. Ich arbeite viel in China. Dort hat sich das Verhältnis zwischen Gesellschaft, Partei und Individuum in den letzten wenigen Jahren massiv verändert und wird sich weiter massiv verändern durch das, was wir Social Scoring nennen. Da, wo Autoritarismus auf diesen Typus von Technologie stößt, geraten Freiheit und Demokratie in Bedrängnis. Weil wir können nicht nur Ressourcen nachvollziehen und damit Kreislaufwirtschaft leichter erreichbar machen als ohne diese Technologien. Wir können auch Menschen und menschliches Verhalten leichter sichtbar und transparent machen als jemals zuvor. Hier brauchen wir einen anderen Weg, der diese Risiken ausschließt. Und dann möchte ich als dritten Punkt beispielhaft die mögliche Unterminierung von Demokratie und Deliberation durch automatisierte Entscheidungsfindung, die nicht gesellschaftlich eingebettet ist und mit Normensystemen verkoppelt ist, nennen. Wie also kontrollieren wir autonome technische Systeme auf eine Art und Weise, die es erlaubt und sicherstellt, dass gesellschaftliche Entwicklung damit verbunden wird? Das dritte Element, und damit komme ich zum Schluss dieser zweiten Logik und bin in 3 Minuten am Ende meines Vortrages. Das dritte Element auf diesen Prozess grundlegender Veränderung in unserer Gesellschaft, den wir diskutieren, ist das, was wir einen neuen oder erneuerten Humanismus nennen. Wir wollen wegkommen von der Logik der Schadensbegrenzung, die wir ja häufig diskutieren in der Nachhaltigkeitsforschung. Wir müssen weniger konsumieren, wir müssen die Ressourcen runterbringen, wir müssen die Emissionen runterbringen. Das ist alles richtig, wir brauchen Schadensbegrenzung. Aber wir sehen in diesen Technologien auch Potenziale der Weiterentwicklung unseres Verständnisses des Menschen selber. Wir nennen das neuen Humanismus. Und ich will Ihnen 4 Elemente dieses neuen Humanismus, der aus den Technologien selbst heraus entwickelt werden könnte, nennen. Ich habe Ihnen eben die dystopischen Seiten genannt, Autoritarismus und Kontrolle durch diese Technologien. Aber es gibt auch utopische Perspektiven, die mit gesellschaftlicher Gestaltung zusammenhängen. Wissensexplosion kann die Grundlage dafür sein, Probleme besser zu lösen, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Diese Vernetzungstechnologien können dazu beitragen, dass transnationale Vernetzung von Menschen, dass globale Kommunikation zwischen Menschen, dem, was man emphatisch Weltgesellschaft nennen könnte oder globale Kooperationskulturen, dass das jetzt überhaupt erst entsteht. Weil das für eine Vielzahl von Menschen ja bisher globale Vernetzung im persönlichen Umgang komplett unmöglich war. Jetzt wird es möglich. Also die zweite Perspektive hier, transnationale Vernetzung, globale Kooperation. Wir sprechen in unserem Gutachten auch von Weltbewusstsein und Weltumweltbewusstsein, weil diese Technologien können uns helfen, den Planeten in virtuellen Realitäten besser zu verstehen als jemals zuvor. Und wir können deswegen eine Chance haben und entwickeln, Weltbewusstsein und Weltumweltbewusstsein auf der Grundlage dieser neuen Technologien zu entwickeln, wenn wir uns entscheiden, in diese Richtung zu gehen, wenn wir uns entscheiden, Digitalisierung zu gestalten. Und der vierte Punkt, den ich gleich nochmal aufgreifen werde, ganz zum Schluss. Wir gehen glauben oder unterstützen oder machen das Argument, dass die Interaktion mit technischer Intelligenz, analytischer Intelligenz uns vielleicht dabei helfen kann, die Seiten des Menschen zu erkennen, die von technischen Systemen zumindest bisher nicht erreicht werden können. Wir nennen das die letzte Grenze, the last frontier. Soziale Kompetenz, soziale Intelligenz, Empathie, Solidarität, Emotionen, Liebe. In der Zeit der Aufklärung war der Fokus ganz stark auf Vernunft gerichtet.
Und könnte es uns gelingen, jetzt angesichts eines technischen Zeitalters, in dem auch technische Systeme analytische Kompetenzen sich erarbeiten, könnte uns diese Entwicklung dabei helfen, die Werte und Möglichkeiten des Menschen zu stärken, die wir so dringend bräuchten zur Lösung von Umweltproblemen beispielsweise. Kooperation, soziale Empathie, Solidarität im internationalen System, neuer Humanismus, erneuerter Humanismus als Perspektive. Und damit komme ich zu meinem letzten Slide und der dritten Dynamik des nachhaltigen, des digitalen Zeitalters, der Zukunft des Menschen. Und bei der Zukunft des Menschen geht es darum, dass, wenn Sie verbinden technische Intelligenz, Machine Learning, Big Data Analysis mit synthetischer Biologie oder Genomforschung, dann kommen wir in ein Zeitalter, in dem Menschen zunehmend dazu in die Lage versetzt werden, den Menschen selber als Projekt weiterzuentwickeln. Ein Begriff, der in der Diskussion darüber eine wichtige Rolle spielt, ist Human Enhancement. Human Enhancement geht über Gesundheitsvorsorge hinaus und über die Reparatur unseres Körpers hinaus. Es geht um die kognitive, die psychische, die physische Stärkung und Weiterentwicklung von Menschen. Und ich will jetzt gar nicht beurteilen, ob das gut ist oder schlecht ist. Ich will nur darauf hinweisen, oder wir weisen in unserem Gutachten darauf hin, wir brauchen dringend zu diesen Fragestellungen, weil sie bereits in der Pipeline sind der Forschung und auch in gesellschaftlichen Kontexten eine wichtige Rolle spielen, beispielsweise in den USA. Wir müssen so rasch wie möglich Diskurse in Gang setzen, um normative und werteorientierte Leitplanken für diese Entwicklung zu finden. Und wenn Sie argumentieren würden, was ich bei einigen Vorträgen jetzt erlebt habe, dass das alles nichts mit Nachhaltigkeitsdiskursen und dem wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung zu tun hat, dann würde ich argumentieren, dass eigentlich das Zentrum dessen, was uns am Ende des Tages interessiert, weil Nachhaltigkeitsforschung ist ja Forschung, die menschenzentrierte Entwicklung erlauben soll, in den Grenzen des Erdsystems. Und wenn Menschen dazu in die Lage versetzt werden, Menschen selber weiterzuentwickeln und zu verändern, dann ist der Begriff der menschenzentrierten Entwicklung auf den Prüfstand zu stellen. Was wollen wir in der Zukunft verstehen unter menschenzentrierter Entwicklung in einem Zeitalter, in dem das Anthropozän, wir nicht nur in der Lage sind, das Erdsystem radikal zu verändern, sondern wir auch uns dazu in die Lage versetzen, darüber nachzudenken, den Menschen selbst zu verändern. Wir haben in unserem Gutachten eine Reihe von Perspektiven vorgestellt, wie wir uns diesen Fragestellungen nähern können. Die will ich jetzt nicht ansprechen, kann vielleicht Uwe Schneidewind gleich in der Diskussion mit hinzufügen. Ich möchte Ihnen mit dieser dritten Dynamik die Abrundung unseres Gutachtens skizzieren. Also das Plädoyer ist Digitalisierung als Gestaltungsaufgabe. Das Plädoyer ist, diese Dynamiken müssen gleichzeitig angegangen werden. Wir haben nicht den Luxus, uns zunächst darum zu kümmern, wie wir die Digitalisierung zur Lösung der Nachhaltigkeitsprobleme der Gegenwart nutzen, sondern wir müssen sehen, dass die digitalisierten Technologien zugleich gesellschaftliche Veränderungsprozesse in Gang setzen, zu denen wir heute arbeiten müssen. Und mein letzter Satz, Jürgen Renn, der Direktor des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte, der schätzt, dass unser Wissen über das, was dieser technologische Schub für unsere Gesellschaften bedeutet, der Wissensstand ist vielleicht mit dem Vergleich, beim Wissensstand vergleichbar der Klimaforschung vor 30 Jahren. Hier ist noch viel zu tun. Nachhaltigkeitsforschung selbst muss sich also weiterentwickeln. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Professor Dr. Dirk Messner. Wir werden viele Punkte, die wir auch gehört haben, in diesem Vortrag im Laufe des Tages immer mal wieder aufgreifen. Wir wollen jetzt mit der Diskussion starten und ich kann auch Sie alle dazu einladen, an der Diskussion teilzunehmen, wenn Sie sich auf slido.com oder slido einloggen. Sie dürfen jetzt alle Ihre Smartphones rausholen, wenn Sie wollen, und den Hashtag des heutigen Tages eingeben, Sustainable Digital Age. Dann können Sie gerne auch eine eigene Frage an das Podium loswerden. Je nachdem, wie viele Fragen Sie stellen, werde ich es vielleicht nicht schaffen, alle diese Fragen unterzubringen, aber ich werde mich bemühen, die eine oder andere Frage, die Sie stellen, auch hier in dem Podium unterzubringen. Genau, also Slido und Hashtag Sustainable Digital Age und dann können Sie mitdiskutieren, wenn Sie wollen. Und jetzt möchte ich Ihnen das Panel vorstellen, das jetzt mit mir diskutieren wird. Professor Dr. Anke Boetius. Antje? Entschuldigung, Antje, ich habe mich versprochen. Antje Boetius, Polar- und Tiefseeforscherin. Sie ist Professorin für Geomikrobiologie an der Universität Bremen und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts sowie Leiterin der Helmholtz-Max-Planck-Forschungsgruppe für Tiefseeökologie und auch noch Vorsitzende des Lenkungsausschusses Wissenschaft im Dialog
und Mitglied des Hightech-Forums der Bundesregierung. Herzlich willkommen. Ebenfalls dazu bitte ich Dr. Janina Loh. Sie forscht zu Philosophie von Technologie und Medien an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien. 2018 erschien die erste deutschsprachige Einführung in den Trans- und Posthumanismus und ihre Einführung in die Roboterethik wurde gerade eben auch fertiggestellt. Hallo. Paul Nemitz ist Chefberater in der Generaldirektion Justiz und Verbraucher der Europäischen Kommission und war zuvor Direktor für Grundrechte und Unionsbürgerschaft sowie leitender Direktor für die Reform der EU-Datenschutzgrundgesetzgebung. Herzlich willkommen. Und Professor Dr. Uwe Schneidewind, Wuppertal-Institut und Mitglied der WBGU, Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie sowie Professor für Innovationsmanagement Nachhaltigkeit an der Bergischen Universität Wuppertal. Schön, dass wir alle beieinander sind. Frau Boetius, vielleicht fangen wir mit Ihnen an. Vielleicht können Sie uns ein paar Beispiele geben zum Anfang, wie sich dann digitale Technologien überhaupt auf eben unsere Umwelt, auf unser Erdsystem auswirken. Ja, das ganz schnell zu beantworten. Ich habe mal gerade nachgeguckt, wo wir gerade stehen, in CO2-Emissionen gemessen. Also wir sind jetzt mit der Gesamtheit der digitalen Technologien, wo ich nehme mal an, auch Mobilfunk in gewisser Weise eingerechnet sind, jenseits dessen, was der Flugverkehr, der uns alle zu Schamattacken führt, verbraucht. Und während aber nur ungefähr 0,1% aller Menschen in der Luft sind, sind ungefähr 60% aller Menschen immer irgendwie digital connected. Und das alleine so sich kurz vorzuhalten, sind so Zahlen, die jetzt nicht jeder drauf hat. Es ist einfach eine neue Form der Technologie, die erstmal für sich selbst unglaublich viel verbraucht, aber auch unglaublich viel Teilhabe schafft. Das haben wir eben schon gehört. Und für uns Umweltforscher, ich kann nur mal aus meinem Forschungsgebiet sagen, ist es eben überhaupt die Möglichkeit, das Band zwischen Mensch und Natur wiederherzustellen, in dem Sinne, dass Menschen sich auf der ganzen Welt letztendlich auch mit der Tiefsee vernetzen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben es geschafft, an einigen Stellen der Erde in diesen unbekannten Raum, den manche fremden Planeten nennen, dass man live dabei sein kann, wie wenn irgendein kleines Fischlein ein Tiefseewürmchen aufnagt. Wir können unsere Forschungsschiffe live vernetzen. Wir haben auf den Flugzeugen Sensoren, die die Luftqualität bestimmen. Wir wären auch theoretisch in der Lage, ganz schnell durch Fernerkundungsmethoden sämtliche externen Kosten von schlechtem Umweltverhalten bloßzulegen und in Geld und Schaden umzurechnen. Also die Möglichkeit, eben die Sinne des Menschen zu erweitern, überall hin und auch in den All hinein, ist gigantisch durch die technologischen Möglichkeiten. Aber sie braucht eben Regeln und sie braucht ein Energiebewusstsein. Die Firmen haben angefangen auszuprobieren, die großen Firmen, wo könnten sie denn eigentlich hin mit der Abwärme, die ja den Hauptanteil der digitalen Kosten erzeugt. Und Microsoft macht Experimente, gerade ihre gigantischen Server in den Ozean zu hängen, denn der hat noch etwas mehr Platz für Abwärme als unsere Umgebung. Jetzt haben wir schon so ein paar Beispiele gehört. Gibt es jetzt so ganz konkrete Bereiche, wo man sagen kann, da wäre jetzt eine Transformation ganz dringend notwendig, da müssen wir jetzt als allererstes ran, um also unsere Erde, sage ich mal, noch auf den rechten Weg zu führen? Geht das nochmal an? Achso. Naja, ich habe es ja eben schon angedeutet, also die Technologien sind da und man kann damit unglaublich viel machen, aber wir haben eben die Regeln nicht und wir haben keine Verfahren, wie wir jetzt dieses Wissen direkt nutzen, um sofort eine Verbesserung des Umweltzustandes zu erreichen. Und das ist natürlich wichtig. Also eine Technologie ist nur eine Technologie, bis wir sie ordentlich einsetzen. Und da sind wir nur ganz am Anfang. Ich kann nochmal ein anderes Beispiel geben. Ein Kollege von mir hat herausgefunden, dass die Meeresschutzgebiete doppelt so hohen Fischereidruck haben wie die nicht geschützten Meeresgebiete. Was hat er gemacht? Er hat einfach Schiffsgeschwindigkeiten gecheckt mit seinen Leuten und man weiß, wie viel Knoten ein Schiff fährt, wenn es fischt. Und dadurch kann man sowas sofort herauskriegen. Man kann auch jedes Schiff dann rausfinden, was gerade fischt in einem Gebiet, wo es verboten ist. Aber wir haben null Regeln, dann daraus eine Strafe abzuleiten oder eine Verhaltensänderung. Deswegen ist das Thema nicht, also aus meiner Sicht vor allen Dingen, wie nutzen wir das, was wir haben, um es in unser Handeln zu integrieren im Sinne der Nachhaltigkeit.
Für mich klingt das fast schon so, als gäbe es ja schon so viele Möglichkeiten, also mit der Digitalisierung auch eben sichtbar zu machen, wo hapert es. Ist da schon so eine Verzahnung da, wo Sie, ich gebe das vielleicht mal in die gesamte Runde, sagen würden, da sind wir auf einem guten Weg, was also die Forschung anbetrifft, oder ist da durchaus noch Luft nach oben? Denn was Herr Dirk Messner ja vorher gesagt hat, da sah es ja erst noch anders aus. Ich glaube, das, was Herr Dirk Messner sehr deutlich gemacht hat, ich meine, das war jetzt ja das große Kino dieses WWGU-Berichts, dass man merkt, es geht hier nicht nur um eine inkrementelle Veränderung, wie wir das sonst haben, da kommt irgendeine neue Technologie, jetzt können wir ein bisschen mehr Recycling machen und Co., sondern da gerät die Konfiguration einer modernen, globalen Gesellschaft komplett in Bewegung. Und jetzt kannst du natürlich unendlich viele Einzelbeispiele herausbringen, wo es mal positiv wirkt, wo die Gefahren da sind, aber wir kommen der Kern der Sache nicht sozusagen näher, wenn wir nicht verstehen, dass da eben sich was auf einer ganz grundlegenden Ebene konfiguriert. Und darum sind die Lösungen, die zentralen, auch gar nicht auf der Ebene jetzt des einzelnen technologischen Bausteins, sondern sich zu fragen, wie organisiere ich eine lernende Gesellschaft, die die Governance-Strukturen und den Umgang mit einem solch fundamentalen Umbruch völlig neu organisiert. Es geht nicht um die Einzeltechnologie, sondern es geht darum, dass diese Technologien alles in Bewegung bringen, und schaffen wir es, eine globale Gesellschaft so zu bauen, dass sie zivilisatorisch mit einem solchen massiven Umgang, mit einem solchen massiven Umbruch proaktiv in der Lage ist, umzugehen. Und das ist ja die ganz andere Qualität dieser Digitalisierung. Ich glaube, das ist im Vortrag von Dirk Messner ja sehr deutlich geworden. Und da können wir jetzt in beliebige Details einsteigen und gucken, was geht da, was geht da. Aber da kommen wir nicht der Sache, um die es eigentlich geht, wirklich auf den Kern. Und das ist, glaube ich, die zentrale Botschaft dieses Gutachtens. Herr Nemitz? Ja, ich glaube, die Antwort auf Ihre Frage ist nein. Es tut sich da eben noch sehr wenig. Deshalb ist dieses Gutachten so wichtig und auch so revolutionär. Ich meine, wenn wir uns mal überlegen, wir haben nicht nur das Problem, dass die großen Digitalfirmen sehr dominant sind, sehr mächtig sind, keine Steuern zahlen oder sich dem jedenfalls entziehen können, sondern sie sind auch bisher eigentlich unhinterfragt in der Lage, einen völlig unbegrenzten Wachstumskurs zu verfolgen, nämlich Digitalisierung, mehr, mehr, mehr ist immer gut. Mhm. Und was dieses Gutachten, jedenfalls, das will ich jetzt mal aus meiner Perspektive sagen, uns doch in Erinnerung ruft, ist, dass das auch nicht so weitergehen kann, sondern wir eben auch andere Aspekte, die Nachhaltigkeit ganz vorne dort mit einbeziehen müssen. Und wenn wir uns an die Systeme erinnern, auch die, die eben im Vortrag genannt wurden, um Wirtschaft in Nachhaltigkeit einzubinden, dann müssen wir mal fragen, funktioniert das eigentlich bei den digitalen Firmen? Ja? Also die, die immer sagen, mehr, 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 benutzt euer Mobiltelefon mehr, benutzt eure Computer mehr, seid ständig on, sind die eigentlich einbezogen in die Systeme, sagen wir mal, des Emissionszertifikatshandels und so weiter? Nein. Ja, das heißt also, was dieses Gutachten, finde ich, muss ich wirklich sagen, das finde ich frappierend, zum ersten Mal tut, ist diese unbegrenzte Wachstumsideologie, die California Ideology, die übrigens auch dazu führt, dass diese Firmen exponentiell wachsen, mal hinterfragt. Und diese Fragen müssen wir weiter voran konkretisieren. Ja, also wie ist das denn, wenn wir immer always on sind? Also als Kind habe ich gelernt, bitte mach doch abends, wenn du ins Bett gehst, das rote Pünktchen am Fernseher aus. Ne? Dann sparen wir Energie, ist auch gut für die Umwelt. Da reden wir jetzt nicht mehr drüber. Das rote Pünktchen bei Alexa, das muss immer anbleiben, denn wir sind ja always on. Und ich glaube so, das ist jetzt ein ganz kleines Beispiel, ja, aber wenn es dann mal um die Frage geht, ist das eigentlich ein Fortschritt, dass wir alle nun ständig Energie verbrauchen in unserer Tasche? Das haben wir ja früher nicht getan. Ja? Da, mit dem Kommunizieren waren wir früher gezielter. Wir haben uns die Kommunikationsvorgänge genauer überlegt. Das machen wir jetzt gar nicht mehr. Das ist immer. Aber lässt sich diese Entwicklung dann überhaupt noch umdrehen? Das ist es ja nun mal so, die Leute haben. Naja, auf jeden Fall. Ihre Frage war, was tut sich da in der realen Politik und in der Forschung? Und ich würde sagen, da tut sich wenig. Und dieses Gutachten, glaube ich, wird vielen Leuten, gerade in der digitalen Technikszene, aber auch in der digitalen Politikszene, die Augen öffnen. Wir brauchen diesen Diskurs. Also ja, ich kann mich da eigentlich meinen Kolleginnen und Kollegen nur anschließen, deswegen habe ich jetzt gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, aber gerade wenn es um gesellschaftlichen Wandel geht und ein, weiß ich nicht, neues kritisches Bewusstsein für die ethischen Herausforderungen auch im Umgang mit modernen Technologien, muss man schon, und dafür haben Sie dann dieses sehr schöne, wenn auch kleine, ne, aber doch sehr konkrete Beispiel genannt, da glaube ich, tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir eben von Technik in einem so sehr umfassenden und sehr abstrakten Sinne reden. Das ist übrigens auch ein Punkt, der mir bei dieser
ja, Wachstumsideologie auch sehr negativ aufstößt, dass da häufig diese Vorstellung vorherrscht, wir können eigentlich unseren jetzigen Lebensstandard beibehalten, solange man nur Technik draufpackt, solange man nur irgendwie Technik ins Spiel bringt und sagt, das ist irgendwie die Lösung oder Teil der Lösung zumindest. Da ist irgendwie ein sehr ungenaues Verständnis davon, von was wir überhaupt genau sprechen. Und wenn wir in der Gesellschaft ein kritisches Bewusstsein hervorrufen wollen, im Unterricht meinetwegen, im Schulunterricht, in der Bildung, in den Ausbildungsstätten, in den Unternehmen selber, in Form von Ethikgremien und so weiter, dann müssen wir da vor allen Dingen mit konkreten Beispielen und mit konkreten Technologien arbeiten, weil eben mit unterschiedlichen Technologien und unterschiedlichen technologischen Strategien und Methoden auch unterschiedliche ethische Herausforderungen und Probleme jeweils mit einhergehen. Und da kann man niemanden abholen, wenn man von irgendwie so einem ganz abstrakten Technikverständnis ausgeht. Ich persönlich in meiner eigenen Arbeit als Technikphilosophin beschäftige mich eben viel auf der einen Seite mit Robotiktechnologien und durch den Trans- und Posthumanismus eben mit den mit dem Human Enhancement Technologien und die Digitalisierung des Menschen. Das sind ganz unterschiedliche Felder und ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche. Da machen wir es uns nicht einfacher, sondern schwerer und komplizierter, wenn wir so einen weiten Technikbegriff an den Tag legen. Also Technik draufpacken und dann wird alles gut, wird nicht funktionieren. Das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Gleichzeitig stellt sich auch die Frage hier aus dem Publikum und auch eine, die ich mir stelle, ist, wie kann denn die Digitalisierung dann wiederum eingesetzt werden, damit wir eben die Nachhaltigkeitsziele erreichen und eben nicht einfach nur sagen, gut, es wird auf den Verbraucher abgewälzt, der muss jetzt eben das Smartphone häufiger mal ausschalten. Naja, also erstmal, wenn man es jetzt rein, sagen wir mal, technisch, ingenieursmäßig anguckt, ist ja das Digitale im Wesentlichen über Elektrizität. Und Elektrizität ist die Energietechnologie, die einem sehr schnell erlaubt, regenerative zu nutzen, ohne große Veränderungen durchzuführen. Und das ist ja auch schon so, wenn man die europäischen Zahlen sich anguckt, ne? Das ist ja eigentlich der Verbrauch, der am höchsten über regenerative weiterzuentwickeln ist. Und wenn man dann nochmal auf das Partizipative guckt, also wer jetzt, ich habe leider jetzt 2 Tage im Livestream von Madrid gesessen und habe schrecklich schlechte Laune davon getragen, aber trotzdem kam da drinnen ja raus, es gibt eine Totalblockade, solange die Partizipationsfrage und die Gerechtigkeitsfrage nicht geklärt ist. Und wie anders soll das gehen, als über digitale, elektrifizierte und dabei eben auf Nachhaltigkeitsenergien umgestellte Vernetzung der Menschen. Ich wüsste keine andere Möglichkeit, als voranzukommen, als die. Bin also dann eher bei den Pfeilen nach oben, die im WWGU-Gutachten drin sind, dass es eine unglaubliche Chance ist. Und wir wissen doch eigentlich, dass in diesen Übergangs, in den Transformationen der Menschheit natürlich am Anfang immer die Dystopie überwiegt hat. Ich sage nur mal Buchdruck, wer noch mal die Briefe liest, die geschrieben wurden, was es für die Welt bedeutet, wenn Frauen lesen können, der kann das mal übertragen auf heute, wo wir alle sagen, um Gottes Willen, wenn alle Menschen mit dem Digitalen rumspielen, das ist so ähnlich. Also erst kommt der Schock, dann kommt praktisch die Möglichkeit, das zu regeln und zu gestalten, und das müssen wir jetzt eben schaffen. Wie könnte denn oder wie müsste eine Technologie denn gestaltet sein, damit sie auf Nachhaltigkeit einzahlt? Ich glaube, im Zentrum ist, glaube ich, gar nicht das Design der Technologie so zentral, sondern dass wir wieder eine Idee davon entwickeln, wofür setzen wir die Technologie eigentlich ein? Also wie stellen wir uns die Welt des 21., 22. Jahrhunderts vor? Und ich meine, das hat der Dirk Messner gerade sehr schön deutlich gemacht. In diesen massiven Umbrüchen verändert sich eben nicht nur die technologische Basis, die Kommunikations- und Produktionssysteme, sondern auch die Weltbilder. Und in den industriellen Revolutionen haben wir eben durch das Mobilisieren neuer Energiequellen, neuer Produktionstechnologien etwas kombiniert mit einer Vorstellung davon, wie eine lebenswerte Welt aussieht. Nämlich eine, wo wir ganz, ganz viele Menschen aus absoluter materieller Armut hineinführen in einen materiellen Wohlstand. Und das hat wunderbar funktioniert über die letzten 150 Jahre. Und jetzt kommen wir in eine Welt, wo das reine Erhöhen materiellen Wohlstands für zumindest auch den bessergestellten Teil der Welt im Hinblick auf die Grundorientierung gar nicht mehr eine wirklich leitende Orientierung ist. Und wenn wir uns dann fragen, wofür müssen wir die Digitalisierung einsetzen, dann klang ja gerade bei Antje Bötzius und Dirk Messner einiges auf. Ne? Für das, wo es lohnt, als Menschen weiter zu wachsen, ne? Sich in neuer Form zu vernetzen mit Menschen in all dieser Welt, teilhaben zu können an Dingen, die plötzlich zugänglich werden, auch wenn man sich nicht unmittelbar bewegt. Und eine Vorstellung davon zu entwickeln, ja, was macht eigentlich gutes Leben in einer Welt aus, in der viele materielle Bedürfnisse befriedigt werden? Und ist das dann ein sich weiterentwickeln ins Transhumane? Und über diese Weltbilder diskutieren wir ja. Also wenn Sie die Leute im Silicon
Silicon Valley hören, sagen so, der nächste Schritt, jeder wird Gott. Und das geht. Ne? Erstmal für die richtig Reichen und dann für den Rest. Oder, und das, darum war uns ja die dritte Dimension so wichtig, ist das Erkennen des Fehlerhaften in uns, nicht das Erkennen des Urmenschlichen. Müssen wir nicht dankbar sein für Madrid, weil Madrid deutlich macht, dass wir als Menschen versagen können. Was wäre da schrecklich, wenn wir plötzlich nur noch in einer KI-Welt leben, die einfach das Fehlerhafte abstellt. Also da stellen sich plötzlich Fragen im Nachhaltigkeitsdiskurs, die uns auch in der Nachhaltigkeits-Community in den Grundfesten errütteln lassen. Und darum sind diese Sinnfragen die, die anstehen. Und dann, und das ist ja das Schöne am Optimismus eines Dirk Messners, zu sehen, welche technologischen Potenziale da sind, um einen solchen neuen Sinn mit Leben zu füllen. Aber wenn wir die Sinnfragen nicht beantworten, dann endet das in einer ziemlichen Dystopie. Und wie die aussehen kann, haben wir im Gutachten ja ausgeziert. Hallo? Ja, ich würde aber schon auch hinzufügen, dass es nicht nur oder noch nicht mal hauptsächlich um den Einsatz jeweiliger Technologien geht, sondern auch und gerade um das Design, weil es tatsächlich so ist, dass menschliches Handeln ja immer durch Werte geprägt ist. Dadurch unterscheiden wir ja gerade menschliches Handeln vom tierischen Verhalten oder vom Instinkt. Und durch menschliches Handeln, durch die Werte, die ob bewusst oder unbewusst in dieses Handeln hineingebracht werden, werden natürlich auch die Produkte menschlichen Handelns bewusst oder unbewusst gesteuert. Und das heißt, auch Technologien sind natürlich immer durch die Werte und Prinzipien der Designerinnen und Designer mit entworfen. Und das heißt, jetzt wieder bei mir in dem Feld von Robotern beispielsweise, in den Bau von auch ganz simplen, einfachen Robotern, ob das jetzt Staubsaugerroboter sind oder irgendwelche anderen Rasenmäherroboter oder sonstige, da gehen natürlich auch ethische Werte und auch Werte der Nachhaltigkeit automatisch in diese Technologien mit hinein. Deswegen muss diese Frage auf jeden Fall vorher und vor allen Dingen auch ein Bewusstsein für diese Frage vorher gestellt werden und das eben nicht nur beispielsweise im Ethikunterricht, ein größeres Bewusstsein für Technikethik, sondern eben auch im Technikunterricht in den Schulen, je nachdem wie er angeboten wird, in den Robotikkursen, in den in den Computerkursen und so weiter. Denn um mal so ein ganz kleines Beispiel, das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, Ihnen zu geben. Sie kennen vielleicht viele von diesen Haushaltsrobotern schon, die jetzt nicht, weiß ich nicht, großartige Aufgaben erfüllen können. Pepper beispielsweise ist da so eine humanoide Roboterform, der irgendwie, weiß ich nicht, Menschen im Alltag zum Teil zumindest ein bisschen unterstützen, vor allen Dingen unterhalten kann. Und häufig sind diese Roboter, gerade die, die im Nahbereich der Menschen auftreten und im Service vor allen Dingen eingesetzt werden, immer noch nach vor allen Dingen weiblichen Kriterien designt und also nach entsprechend schwierigen oder problematischen Gender-Stereotypen entworfen. Ne? Und das ist eine Entscheidung, die man vorher hab gewollt oder nicht, ne? Irgendwie in dieses Produkt mit hineingegeben hat. Das heißt, die Frage sollten wir uns nicht erst stellen, wenn wir eine Technologie schon gebaut haben und überlegen, wie wir sie einsetzen wollen oder in welchem Ausmaß wir sie nutzen wollen oder wo genau wir sie einsetzen wollen, sondern das muss eben vorher schon angenommen werden. Ich würde auf diese Designfrage auch gerne nochmal zurückkommen und die mit einer Sache von Herrn Niemitz verknüpfen. Und zwar, das Design zeigt sich ja auch darin, dass also eben die Leute immer online sein wollen, dass sie immer das Gerät nutzen wollen. Auch das hat ja was, ist eine Designfrage, dass man also in die Technologie hineingesogen wird. Also von daher, glaube ich, spielt das Design wahrscheinlich schon eine Rolle. Und auch eine Frage, die hier im Publikum nochmal angeklungen ist, weil das natürlich die Technologieriesen betrifft, inwiefern sind die denn mit im Boot? Inwiefern wissen die auch zum Beispiel um dieses Gutachten? Inwiefern wird so ein Gutachten zum Beispiel auch auf europäischer Ebene diskutiert und werden auch die großen Konzerne adressiert? Also ich ermutige die Wissenschaft, dieses Gutachten auf Englisch zu übersetzen und dann auch an die verschiedensten Orte dieser Welt zu tragen. Ich glaube, das Gutachten ist ganz vorne und wie gesagt, es wird dann noch zu wenig diskutiert. Wir stehen in Europa ganz konkret vor der Herausforderung, zwei große Politikbereiche, nämlich einerseits Green Deal und andererseits Digitalisierung, nun so miteinander zu verschränken, wie Sie das hier nachzeichnen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was man, sagen wir mal, das ist kein Thema, was so ganz einfach jetzt abgeht, sondern das wird auch ein Kampfthema sein, weil es da natürlich auch Zielkonflikte und Interessenkonflikte gibt. Ich glaube, was neu ist an dieser technologischen Welt, in die wir uns hineinbegeben und in der wir schon sind, ist eben die Natur dieser Technologien, die Allzwecktechnologien sind und die unser Denken, in unser Denken hineingehen, die übrigens auch Abhängigkeit schaffen. Also die Frage, wollen wir eigentlich das, was wir wollen? Die müssen wir schon stellen beim Digitalen, die auch die öffentliche Kommunikation in der Gesellschaft ganz neu strukturieren.
Und da geht es in der Tat um die Ziele, die wir uns vornehmen, wenn Technologie entwickelt wird. Und da, sagen wir mal, würde ich auch mal die Frage stellen, gibt es da eigentlich ein Henne- und Ei-Problem? Also meine These, auch natürlich ein bisschen berufsbedingt beschränkt, war zunächst mal, wir brauchen in der Technologie von Anfang an immer Grundrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit bei Design. Ich würde jetzt die Nachhaltigkeit natürlich selbstverständlich dazufügen. Aber da will ich mal auch eine kleine Kritik üben an diesem Gutachten. Ich glaube, genauso wie Nachhaltigkeit natürlich jetzt ganz aktuell ein Thema ist und bedroht ist, ist die Demokratie auch bedroht. Wir befinden uns in der Demokratie weltweit in einem Zangengriff zwischen Populismus und Technologieversprechen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man mal deutlich sagt, Nachhaltigkeit, auch im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit, Weltsystem, wird es nur geben, wenn es uns gelingt, Demokratie auch weiter zu stärken und am Leben zu erhalten. Und zwar in doppeltem Sinne, nämlich ganz konkret sehen wir, dass die Diktaturen dieser Welt und auch die populistischen, rechtslastigen Regime dieser Welt, das sind Politikregime, die absolut nicht für Nachhaltigkeit stehen. Und schauen Sie nach China und schauen Sie sich auch mal ein bisschen um in Europa, werden Sie auch sofort feststellen, wo da die Blockaden sind. Auch langfristig, glaube ich, ist die Demokratie sozusagen der Grundhebel für die Nachhaltigkeit. Und andersherum, glaube ich, kann man sich es nicht wünschen, dass man sagt, naja, das Wichtigste ist eigentlich die Nachhaltigkeit, denn da geht es ja um die biologischen Lebensgrundlagen und auf Demokratie, das ist zweitrangig. Das heißt, wir wären sozusagen bereit, eine aufgeklärte Nachhaltigkeitsdiktatur zu akzeptieren. Darin könnten wir uns vielleicht sogar einigen mit einigen Leuten in Silicon Valley, die voll auf diesem Trip sind, sagen, wozu brauchen wir denn eigentlich noch Demokratie, die künstliche Intelligenz und unsere Technologien im Transhumanismus, die werden das schon alles regeln. Ja, diese ganzen Institutionen der Vermittlung, ob das der Journalismus ist, ob das Parlamente sind, die brauchen wir doch in der Kybernetik gar nicht mehr. Wenn wir einfach nur zwischen Information und Informationsverarbeiter alle Hindernisse beseitigen, dann wird sich alles bestens entwickeln. Das heißt, wir haben es da mit einem gewissen totalitären Diskurs zu tun und da würde ich einfach nur mal anregen, der Nachhaltigkeitsdiskurs, der auch von Deutschland ausgeht, auch aufgrund unserer Geschichte, glaube ich, da muss man das Wort Demokratie noch mal ein bisschen dicker in den Word Cloud reinschreiben, als auch normativer Anspruch. Also Herr Niemitz, ich bin dankbar, dass Sie das ansprechen, weil ja auch gerade im WBGU ja häufiger dann auch solche Vorwürfe erreicht haben. Und ich glaube, Dirk Messner hat es gerade noch mal sehr deutlich gemacht, für den WBGU letztlich die Idee der nachhaltigen Entwicklung ja eine urdemokratische ist, weil dahinter steht ja die Vision des Anspruchs auf ein würdevolles Leben für mal 10 Milliarden Menschen, obwohl der Planet ökologisch begrenzt ist. Also die Idee eines würdevollen Lebens für jeden, der heute und künftig auf der Welt lebt, ist der Grundanspruch und das ist letztlich ein urdemokratischer, ne? Weil es jedem Einzelnen diese Entfaltungspotenziale zubilligt und die Auseinandersetzung mit den Lebensgrundlagen ist eben ein Weg, die Bedingungen der Möglichkeit dafür zu schaffen. Und jetzt bei der Digitalisierung müssen wir noch intensiver darüber nachdenken, was sind eigentlich die gesellschaftlichen und auch die ganz individuellen Möglichkeiten. Also daher war uns auch in dem Gutachten so wichtig, deutlich zu machen, dass der Beirat eigentlich über diesen Würdebegriff, ne, von der Auseinandersetzung mit den Nachhaltigkeitsgrundlagen bis hin zu den Digitalisierungsdimensionen eigentlich einen roten Faden durch seine gesamte Arbeit hat. Denn das ist absolut essentiell. Denn Sie haben absolut recht, wenn man sich die Debatte auch anschaut, spürt man eben häufig dann so eine Tendenz zur antidemokratischen Tendenz und das ist hochgefährlich, weil es letztlich ein Verraten der Idee nachhaltiger Entwicklung. Ich glaube, Frau Boetius wollte was ergänzen. Ja, ich würde noch mal gerne auch dazu, also klar, das haben wir ja vorhin schon gesagt, es muss unbedingt Regeln des Umgangs mit den Technologien, vom Design bis wirklich zur Anwendung der Teilhabe aller. Aber parallel finde ich es trotzdem auch nochmal wirklich wichtig, auf die technischen Lösungen, die auch unbedingt organisiert werden müssen und wo wir wirklich zu langsam sind. Das Thema Green Computing, also nochmal, wir sind jetzt bei etwas über 2% des globalen Energiebedarfs, in 10 Jahren bei 20% mit den Wachstumsraten, die derzeit fürs Digitale insgesamt bestimmt sind. 20% der globalen Energie, die ja insgesamt auch steigt, das ist gigantisch und es gibt viel zu wenig Investitionen in die Lösung, was für eine Art von Energie, wie wird die Abwärme, die davon ja 2/3 macht oder sogar mehr dann, wie wird die eigentlich genutzt, wie lösen wir das? Und dass die
steigender Bedarf aller an Großrechnern eben gleichzeitig auch dazu führt, dass ganz andere Räume, Gebäude, Stadtteile, Lösungen auch für die dezentralen Bereiche genutzt werden. All das muss angegangen werden. Und da darf man nicht, also das darf nicht vergessen werden, dass es noch wirklich fundamentale technische Probleme gibt, wo wir nicht genügend in Deutschland und Europa bisher investiert haben, wo andere Länder wieder viel weiter sind, als wir das sind. Dazu sind bestimmte Bereiche, in die große Hoffnung gesteckt werden, bis hin zum Quantencomputing. Da zeigt sich ganz klar, wenn man da reinguckt, das sind alles Zusatztechnologien, die ersetzen keine andere. Also da wird ein neuer Energiehunger nochmal obendrauf entstehen, mit dem wir uns auch nicht befassen. Zweitens, vorhin Dystopie und Utopie. In der Utopie erreichen wir unsere Ziele, aber die erreichen wir nur durch ganz strenge Umweltregeln, durch die Internalisierung von Kosten. Das ist alles völlig klar, was es da braucht. Dann brauchen wir aber Überwachungstechnologien und das ist im Digitalen. Auch dort muss ich sagen, in der Umweltforschung wissen wir sehr gut, wie wir Dinge beobachten können, die wir nicht haben wollen, wie wir dann auch den Verursacher benennen können. Wir investieren nicht genug. Es ist geradezu lächerlich, was an Sensoren in den Ozean gesteckt werden, in die Luft oder in die Erde. Selbst in Deutschland, wir haben Sensoren, mit denen wir Waldbrände wirklich zielgenau vorhersagen können. Wir nutzen das alles nicht, weil wir diese Kosten, die erheblich sind, einfach im Moment nicht ausgeben wollen für die Anpassung, die eben aus dem Nicht-Erreichen der Utopie, die Dystopie kommt, also über 2 Grad hinausschießen. Was das für Deutschland bedeutet, wir haben uns ja jetzt auf Platz 3 der Länder geschleudert, nach Haiti und Philippinen, die am meisten Schäden zu ertragen haben durch die Dürre, der wir ausgesetzt sind, durch die warmen Winter, die jetzt noch oben drauf kommen. Also ich muss wirklich sagen, rein alleine bei den Chancen müssen wir aber jetzt viel mehr tun, um die zu ergreifen. Was könnte man denn da politisch unternehmen, um sozusagen auch solche Anstrengungen zu fördern, um zu sagen, okay, wir brauchen eben mehr Sensoren in der Luft, wir brauchen mehr Sensoren im Wasser, wir brauchen was auch immer sozusagen, um also eine nachhaltige Entwicklung, vor allen Dingen des Klimas, darauf zielt es ja ab, oder auch der Biodiversität erreichen zu können. Sehen Sie da Möglichkeiten, Herr Nemitz? Ja, jetzt bin ich da so ein bisschen außerhalb meines Gebiets, aber ich sag mal so, das Problem der Kontrolltechnologien in Bezug auf die guten Absichten und auch wenn sie schon rechtlich niedergelegt sind, also wenn die Demokratie sich geäußert hat und gesagt hat, wir machen jetzt mal Datenschutz streng, haben wir ja in Europa nur schon, diese Frage der Kontrolltechnologien stellt sich natürlich in der neuen Zeit. Also ich glaube, das ist ein Thema, das sich nicht nur bei der Nachhaltigkeit stellt, sondern quer durch, wenn es eben so ist, dass künstliche Intelligenz eine All-Purpose-Technologie ist, die ist überall, dann müssen wir Kontrolltechnologien entwickeln, die es möglich machen, diese Technologien in ihrem Kontext dann auch zu kontrollieren auf Gesetzesvollzug und auch unterhalb der Ebene der künstlichen Intelligenz. Also nehmen Sie den Datenschutz ganz einfach. Sie haben als Bürger jetzt einen Anspruch darauf, die Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Ja, aber wer kann es denn kontrollieren, ob in den Datensystemen eines Großkonzerns oder des Staates wirklich dort, wo Sie es gewünscht haben und wo Sie von Ihrem Recht gemacht haben, die Daten auch wirklich gelöscht wurden. Das heißt also, ich glaube schon, wir hatten übrigens diese Woche eine Diskussion, letzte Woche im Bundesjustizministerium, da ging es auch nur um Rechtsfragen und da kam auch dieses Thema der Kontrolltechnologien auf, auch in Bezug auf das Digitale. Also ich glaube, das ist ein horizontales Thema, wo man wahrscheinlich sagen muss, wir müssen horizontal mehr in Kontrolltechnologien gegenüber dieser fortgeschrittenen Digitalisierung investieren, die den Vollzug dann auch dokumentieren können und übrigens auch Forensik. Wir brauchen andere Formen der digitalen Forensik und das gilt für die Nachhaltigkeit und das gilt auch für andere Gebiete. Und wie kommen wir dahin? Ja, das sind öffentliche Investitionen, die notwendig sind. Da muss Geld ausgegeben werden aus dem Staatshaushalt. Und man kann mal darüber nachdenken, ob man Strukturen auch marktwirtschaftlicher Anreize schafft. Es ist schon so, also das sehe ich im Bereich des Datenschutzes, nicht wahr? Wenn man weiß, 4% des Weltumsatzes kann eine Strafe sein, da gibt es schon das eine oder andere Unternehmen, das dann sagt, Mensch, da könnten wir vielleicht, wenn wir Kontrolltechnologien anbieten, die es Großkonzernen erlauben, zu prüfen, ob sie den Datenschutz auch ordentlich einhalten, können wir Geld mitverdienen. Und das passiert auch schon. Und da muss man natürlich dann für die Nachhaltigkeit und für Ihre Beispiele auch mal schauen,
ob man da entsprechende Mechanismen auch einzieht, die dann auch einen marktwirtschaftlichen Anreiz geben, auch damit Geld zu verdienen mit solchen Kontrolltechnologien. Kann es denn eine sinnvolle Ökonomisierung von Nachhaltigkeit geben? Also wenn man eben Anreize schaffen möchte, weil wir gleichzeitig eben erleben, eine Ökonomisierung bedeutet zumindest Stand jetzt auch immer, es wird sehr viel mehr produziert, wir haben wieder ein erhöhtes Energieaufkommen, gleichzeitig gibt es aber zu wenig Investitionen. Wie geht man mit oder wie kann man vielleicht mit diesem Dilemma umgehen? Ich meine, das, was Herr Nemitz gerade anspricht, geht ja mitten in eine hochrelevante Diskussion, die wir auf EU-Ebene haben, zwischen Vorsorge und Innovationsprinzip. Denn da ist ja nun ein starker Drang da, lasst uns von Vorsorgeprinzip, wo Sie sagen, wenn ich sicher nachweisen kann, dass etwas keine negativen Folgen hat, kann ich es in den ökonomischen Verkehr bringen, hin zu einem Innovationsprinzip, wo wir sagen, erstmal innovieren wir und dann schauen wir, wenn dann nachgewiesen ist, dass das irgendwelche schädlichen Wirkungen hat, nehmen wir es wieder raus. Was wäre denn, wenn wir darüber nachdenken, eine neue Form und erweiterte Form vom Vorsorgeprinzip auf den Weg zu bringen, wo eben die Unternehmen, die eben ganz bestimmte Technologien, Möglichkeiten in den Raum bringen, eben auch auferlegt wird, entsprechende Monitoring-Systeme mitzufinanzieren. Also sagen, dass wir auch da zu innovativen Formen kommen, wie mobilisieren wir das Kapital für solche Formen des Monitoring? Und da wird eben sehr schnell deutlich, dass ein kluger und reflexiver Umgang mit solchen Folgen durchaus mit ökonomischen Prinzipien vereinbar ist. Und insbesondere das, wenn man das dann ernst nimmt, was Dirk Messner dargestellt hat, eben Preise, die ökologische Wahrheit sagen. Und beim Energieverbrauch müssen sie ja in zweifacher Hinsicht die Wahrheit sagen. Sie müssen das, was regenerative Energien sind, muss sehr, sehr viel günstiger sein als fossile. Aber Energie insgesamt muss auch einen hohen Preis haben, weil sonst natürlich überhaupt gar kein Anreiz besteht, energieeffiziente Lösungen in einem solchen Wachstumsbereich zu entwickeln. Und da liegt eben ein Schlüssel. Aber wenn das gelingt mit einer solchen klugen Ordnungspolitik, dann schaffe ich natürlich einen ganz kräftigen Rahmen, der das Ökonomische mit diesen Nebenfolgen in den guten Einklang bringen kann. Wenn wir das vielleicht nochmal auf den Menschen runterbrechen, Frau Loh, Nachhaltigkeit und Wirtschaft, wie gut lässt sich das im Spätkapitalismus auch vereinen, wo vielleicht eben, da kommen wir wieder auf diese, alles muss sofort passieren, ich muss sofort erreichbar sein, alles muss sofort greifbar für mich sein, auch wie sozusagen schon so geprägt sind. Inwiefern kann man also den Menschen auch noch vermitteln, dass das gut zusammenpasst? Ja, ich bin mir einfach nicht so richtig sicher, dass es tatsächlich im Endeffekt so gut zusammenpasst. Also ein Punkt, an den ich jetzt schon häufiger in dieser Diskussion auch gedacht habe, ist eben die Ideologie, tendenziell ideologieträchtige Gefahr, die halt mit so Strömungen wie eben dem Transhumanismus beispielsweise einhergehen. Der Transhumanismus, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Menschen technologisch zu verbessern, zu modifizieren und zu einem, also in einfachen Worten, zu einem Art Übermenschen zu machen, zu einem Supermenschen zu machen, der sich selbst als einen technologischen Humanismus versteht. Und der eigentlich also sagt zumindest, er setzt dort an, wo der Humanismus mit seinen pädagogischen und Kulturbildungsmaßnahmen aufhört. Da setzt der Transhumanismus ein und setzt das eigentlich dieses Programm des Humanismus weiter fort und kommt da halt sehr stark in so eine, es ist eigentlich, der Humanismus ist da eigentlich ein ganz passendes Kind seiner Zeit, Kind der Moderne und auch Kapitalismus, ein Kind des Kapitalismus, wenn man so will, dass dieses Denken, dass Menschen sich eigentlich ursprünglich ganz reduziert auf eine Sammlung von Daten und Informationen zurückführen lassen. Und das mag vielleicht schwierig sein, die irgendwie herauszufinden, aber also diese Grundstruktur des Menschen mag sehr komplex aufgebaut sein, aber am Ende, und das ist eben die Fortsetzung des kartesischen Maschinenbildes vom Menschen, dass Menschen eigentlich total komplexe Maschinen sind, aber die am Ende eine sehr klare Struktur haben, nämlich eine Sammlung auf Daten und Informationen beruhen. Und das Problem, das damit einhergeht, wenn man das eben in kapitalistischen Gesellschaften weiterdenkt, ist, dass Menschen dadurch, durch diese Reduktion auf Daten und Informationen, transparent werden, tendenziell prognostizierbar und eben kontrollierbar. Und die Daten und Informationen natürlich auch nach bestimmten Wertekriterien auch hierarchisiert werden können. Das heißt, überall dort, wo wir jetzt auch beispielsweise im Gesundheitssystem irgendwie davon sprechen, beim digitalen Kassenzettel, dass irgendwie Personendaten gesammelt werden können und dadurch irgendwie der Eindruck entsteht, wir können die gesamte Person erfassen, wird gleichzeitig damit implizit gesagt, alles, was nicht durch diese Methoden erfasst werden kann, spielt eben auch keine Rolle. Ist eben nicht wichtig am Menschen und können wir gerne vergessen. Und
wem das noch nicht gefährlich genug erscheint mit dem Transhumanismus, der sei ans Stefan Lorenz Sorgner weiterverwiesen, einer der berühmtesten deutschsprachigen Transhumanisten, den sich auch wirklich als Transhumanist bezeichnet und dadurch alle Herren Länder reist und seine Agenda da vertritt. Der hat sich jetzt unlängst über soziale Medien wie Facebook beispielsweise für ein europäisches Social Credit System eingesetzt. Ne, also weil das chinesische Vorbild des Scoring. Ja, genau. Also so, ich weiß nicht, wie er es im Detail macht, genau. Also ich kenne seinen Ansatz dazu noch nicht im Detail, aber er sieht da offensichtlich irgendwelche Vorteile. Und das ist natürlich geht genau in dieselbe Richtung, Menschen irgendwie kontrollierbar, durchleuchtbar, transparent zu machen, was ja auch auf der einen Seite natürlich Vorteile mit sich bringt. Ne? Also gerade auch im Gesundheitssystem, absolut, aber eben in diesem kapitalistischen Wachstumsrat auch ganz, ganz große Gefahren, glaube ich, mit sich bringt. Deswegen, also um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Verbindung von Kapitalismus und Nachhaltigkeit und einer digital transformierten Gesellschaft ist sehr schwierig. Es ist eine sehr schwierige Verschwisterung, die man da sich erhofft. Was der WBGU ja auch fordert und was, glaube ich, die einzige Lösung vielleicht in diesem Zusammenhang sein kann, ist Bildung, um also überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was gerade mit unserer Welt und auch mit unserer Umwelt passiert. Was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn ich so an Fridays for Future denke, dann habe ich das Gefühl, da wo die Bildung hin muss, zu den jungen Menschen, da gibt es viele, die haben das schon verstanden. Gibt es natürlich auch noch ältere Leute, die vielleicht auch sensibilisiert werden müssen für das Thema, die jetzt eben nicht auf so einer Konferenz sitzen, die nicht in der Forschung arbeiten. Inwiefern kann man die einbinden? Inwiefern kann man die demokratisch mitnehmen? Also ich sag mal, immer wenn man sich nicht auf verbindliche Regeln einigen kann, dann kommt man irgendwann bei der Bildung an. Da kann man sich nämlich immer einigen, das ist immer richtig. Also ich würde sagen, ja, die Bildung ist in der Tat sehr wichtig, aber sie wirkt eben erst in 20 Jahren, ja, wenn die Kids dann anfangen, unsere Gesellschaft zu gestalten. Also ich fände es jetzt doch gut, wir werden uns alle gleich einig sein. Ich finde, wir sollten bei diesem Punkt eben nochmal anschließen, was Sie eben gesagt haben. Also diese sozusagen perfekt digitalisierte Welt, in der alles erfasst wird durch Sensoren und so weiter. Ich würde mal so eine These aufstellen, die ist jetzt auch vielleicht durch meinen Beruf einseitig, aber digitale Wirtschaft, konzentriert euch doch nicht in erster Linie darauf, den Menschen zu erfassen, sondern erfasst doch mal alle technischen Abläufe, Umwelt, Materialien, was weiß ich. Ja? Aber versucht nicht, dem Menschen seine Menschenwürde zu nehmen, dadurch, dass ihr durch Technik den Menschen dominiert und kontrolliert. Also Regulierung statt Bildung. Ja, also ich würde sagen, ist auch für die Politik ehrlich gesagt oft eine interessantere Diskussion. Ja? Nicht statt, muss beides stattfinden gleichzeitig. Aber ich will mal sagen, wir sind in so eine Diskussion über den Menschen, werden wir natürlich auch hineingetrieben, weil die Großkonzerne, die am meisten Geld mit der Digitalisierung verdienen, das sind Werbekonzerne. Und beim Werbekonzern geht es darum, in die Köpfe der Leute reinzukommen und sie zu kontrollieren und nicht nur zu kontrollieren, sondern auch ihr Verhalten nicht nur vorherzusagen, sondern auch zu bestimmen, ja, durch Nudging und andere Techniken. Und was ich jetzt an auch Ihrem Bericht so interessant finde, auch was die positive Vision angeht, und vielleicht müssen wir da noch ein bisschen trendschärfer sein, ist auch mal sozusagen das Investitionspotenzial in ganz andere Richtungen aufzuzeigen und auch das Risikopotenzial in andere Richtungen. Das ist ja eine neue Thematik, da geht es jetzt nicht mehr. Bisher dachte man immer, Digitalisierung sind die persönlichen Daten das Problem. Jetzt sehen wir auf einmal Energieverbrauch 20% und so weiter. Und ich glaube, das wird auch dem einen oder anderen die Augen öffnen. Und der europäische Weg ist eben auch der, die Werbekonzerne sind nun bei Gott nicht die wichtigsten Branchen unserer Welt. Ja, es gibt viele andere Themen, die eigentlich ja viel wichtiger sind. Und ich glaube, so ein Bericht wie dieser, der zeigt uns auch, ja, in der Tat, diese Werbekonzerne, Google, Facebook, die alle fast 90% oder bei Google, bei Facebook ist ja 99%, ihres Einkommens durch Werbung verdienen, die verstehen es auch, den öffentlichen Diskurs so wahnsinnig zu verzerren. Die sind ständig im Vordergrund. Überall, wo wir vorbeigehen, kommt Google-Werbung, Facebook-Werbung, jetzt auch in den Großstädten. Und ihr Thema, das wird mal hier so behandelt. Eigentlich müsste es genau andersrum sein. Ja, und ich glaube, daran müssen wir auch arbeiten. Ja. Wir müssen sagen, bleibt aus unseren Köpfen raus. Ja. Die Werbung ist nicht das Wichtigste, sondern es gibt viel wichtigere Themen. Und das ist ein Thema für Bildung,
Aber das ist natürlich auch ein Thema für Regeln. Ja, also ich glaube, da wird eben sehr deutlich, und Janina Loh hat das ja gerade sehr schön auf den Punkt gebracht, ne? Mehr Daten heißt mehr Transparenz, mehr Kontrolle. Wir aus der Nachhaltigkeitssicht haben immer und kritisieren, dass das in so einem rein ökonomistischen Maße genutzt wird. Ne? Diese Internetkonzerne kennen unsere Reflexmuster, optimieren ihre Apps darauf, ne? Also üben über so eine Mischung aus Kontrolle und uns kennen eben eine Nutzung dieser Möglichkeit im ökonomischen Sinne aus. Und jetzt haben wir so den Reflex, ja wow, aber wenn wir diese Möglichkeit nutzen würden, um eben Transparenz und Kontrolle über unser ökologisches Verhalten zu schaffen, das, dann ist man plötzlich aber ganz, ganz schnell auch wieder beim Social Scoring. Und das, wofür Paul Nemitz ja wirbt, zu sagen, wir müssen von diesem instrumentellen Ansatz komplett weg. Was wir vermutlich organisieren müssen, sind ein paar ökologische Randbedingungen, in denen wir agieren. Einfach sagen, Regenwälder werden nicht abgehört, Meere geschützt und wir geben uns aber nicht darüber, dass wir die Feinsteuerung des Individuums immer besser machen. Und wenn wir nämlich jetzt das, was ökonomisch optimiert ist, nur für die ökologische Optimierung des Menschen übertragen, ist eben nichts gerettet. Da wird uns das Menschliche genauso ausgetrieben wie jetzt in diesem ökonomistischen Zugang. Und ich glaube, auch dafür soll das Gutachten nochmal sensibilisieren, dass die Lösungsmuster vermutlich auf ganz anderen Ebenen der Governance zu liegen haben. Das hat uns selber natürlich auch so ein bisschen in dem Gutachten erschüttert, ne? Weil wir irgendwann auch in der Auseinandersetzung mit KI, man dann sagt, boah, wenn eine KI einfach mal zu Ende denkt, sagt die, ja, Nachhaltigkeit auf diesem Planeten super locker zu regeln. Negatives Verhalten von Menschen ausschalten und Menschen reduzieren. Und schon ist nachhaltiger Planet mit Menschen das Einfachste, was du organisieren kannst. Aber ist das die Welt, die wir wirklich wollen? Also wenn die mal so funktionieren würde. Das heißt, wir müssen über ganz andere Lösungsmuster auch nachdenken. Ja, aber ich glaube, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen mehr in die Realität wieder zurückkommen, haben wir einen Planeten, wo der größte Teil der Menschen immer noch nicht weiß, wie er zu Ende des Monats klarkommt. Und wo die große Blockade, die jetzt da ist, um überhaupt in eine andere Welt zu kommen, genau damit zusammenhängt, dass das für alle funktionieren muss, wo wir hinwollen, weil wir einfach uns sonst nicht weiterkommen. Siehe nochmal Madrid, also wir kommen gerade nicht weiter, weil es eben nicht möglich ist, international Nachhaltigkeit durch Technologien voranzutreiben, die eigentlich da sind, weil es Blockaden gibt zu denen, die abgehängt sind und die aber mitbestimmen dürfen. Also und was für eine andere Technologie außer der digitalen Möglichkeit, Lösungen zu schaffen, haben wir denn? Also wir haben natürlich alles Mögliche, menschliche, soziale, direkte, aber es muss ja trotzdem zu den Menschen hinkommen. Und da drin sind viel mehr Chancen, sehe ich im Moment, als das Globalrisiko, jetzt noch 10 Jahre lang zu versuchen, irgendwie Google umzuorganisieren oder ein zweites Google zu machen. Ich muss auch sagen, da gibt es ein evolutives Moment in der Fähigkeit dieser Technologie, wo ich mich immer frage, das habe ich mich schon von Anfang an als Nutzer gefragt, wer macht denn sonst was? Wo sind die anderen Innovatoren, die es eben schaffen, diese Technologie so bequem zu machen, so leistungsfähig und in Teilen aber auch so demokratisch, weil sie eben inklusiv ist und partizipativ? Also vielleicht bin ich da eher so ein Techno-Optimist, aber dieses evolutive Moment, das bringt uns schon nach vorne. Klar muss es bessere Regeln geben, aber im Moment geht es doch darum, weil wir nur noch ungefähr 10 Jahre Zeit haben, um irgendwas anderes als die 3 bis 5 Grad Welt zu erreichen, zu verstehen, dass wir wirklich alle im ersten Schritt, müssen wir jetzt nochmal alle mitnehmen, sprich uns um Afrika kümmern, uns vor allen Dingen mit China in Verhandlung setzen. All diese Aufgaben sind da. Und das ist der erste große Schritt. Und das wird nicht gehen ohne diese Technologien, in denen wir schon mittendrin stecken, die wir auch nicht in 10 Jahren umgesteuert kriegen. Also das Nutzen von all dem, was da ist, bis hin zur eben der Umweltüberwachung, die wir brauchen. Ich meine nochmal, was da kommt, sind Extremwetter und Situationen, in denen sich Großstädte bringen in einer Art und Weise, wo wir wirklich einfach besser überhaupt messen, retten, umsetzen können, weil es ja am Ende doch um den einzelnen Menschen und das Menschenleben geht. Und das ist mein Kopf viel mehr als in der anderen Richtung. Was für eine zweite neue digitale Welt können wir uns denn nebenher noch bauen ohne Google und Facebook? Der WBGU hat ja auch
in diesem Zusammenhang gesagt, wir brauchen ein globales Weltumweltbewusstsein, um sozusagen diese Herausforderungen überhaupt schaffen können. Ich frage mich dann gerade, wenn Sie auch ansprechen, ne, unsere Welt ist so unterschiedlich. In Afrika steht man vor ganz anderen Problemen, als man jetzt in Deutschland beispielsweise steht. In China steht man vor anderen Herausforderungen und so weiter und so fort. Macht es überhaupt Sinn, wenn wir jetzt auch schon über Regulierung gesprochen haben, und es kommt auch immer wieder hier in den Publikumsfragen die Regulierungsfrage, international zu regulieren, um dieses Ziel schaffen zu können, wenn doch eben alle Regionen der Welt so unterschiedlich sind? Kann man das hinbekommen und macht es Sinn, in diesem Zusammenhang zu sagen, nö, auch Deutschland alleine, Europa alleine geht seinen Weg und versucht zumindest seinen Anteil schon mal nach vorne zu bringen? Ich meine, auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir uns nicht einen in die Tasche lügen und so tun, als wenn wir jetzt nur den technologischen Pfad weitertreiben, wird das America First und das Brazilian First gebrochen. Dort, wo wir die Innovationen brauchen, sind ja die Governance-Ebenen. Und ich glaube, spätestens nach Madrid sehen wir, dass das Einstimmigkeitsprinzip in diesen globalen Verhandlungen eben einfach nicht mehr aufgeht. Dass wir kluge Governance-Weiterentwicklungen brauchen, die so eine Weltgemeinschaft eben auch funktionsfähig halten, wenn über einen gewissen Zeitraum Einzelne blockieren. Brauchen wir neue Ideen über die kluge Konstruktion von Vorreiterallianzen? Das Kernproblem, das wir ja haben, ist ein politisches, liegt auf der Governance-Ebene. Und da finde ich es dann ganz gefährlich, wenn man sagt, na gut, jetzt blockieren ja USA und Brasilien, darum lass doch erstmal weiter technologisch machen. Denn dann stellen wir uns nicht dem eigentlichen Problem. Das soll ja die Technologie nicht abwürgen, aber wir müssen uns den Themen stellen. Und die liegen im komplett auf dieser Ebene. Und ich glaube, da macht die Vorreiterrolle einzelner Länder und Regionen gewaltig was aus. Weil es geht doch darum, ob es am Ende gelingt, diesen Zivilisationsfortschritt, der da denkbar und möglich ist, nämlich eine Welt so zu organisieren, dass allen Menschen eine gleiche Würde zukommt, dass der greifbar wird, dass klar wird, dafür kann man auch Rahmenbedingungen schaffen. Ob das sich am Ende durchsetzt, sei dahingestellt. Aber wenn wir nicht daran arbeiten, diese leuchtenden Vorbilder erzeugen, dann wird es nicht klappen. No? Sehen Sie da für Europa auch vielleicht eine Sehen Sie da vielleicht für Europa auch eine Vorreiterrolle, wenn Sie schon sagen, einzelne Regionen in der Welt, die dürfen da gerne vorpreschen? Also die EU hat sich ja auch zum Beispiel in der mit der Datenschutzgrundverordnung, sage ich mal, international einen Ruf gemacht. Könnte das mit der Nachhaltigkeit auch passieren? Ja, da müssen die Leute, die über Nachhaltigkeit nachdenken, nochmal was zu sagen. Also ich meine, dieses Thema der Einstimmigkeit weltweit gibt es ja schon lange. Das gibt es in der Handelspolitik, als die WTO gegründet wurde. Die Schifffahrt zum Beispiel, auch die deutsche Schifffahrt, sind da Meister drin, immer zu sagen, wir akzeptieren nur globale Regeln. Die Schifffahrt ist so mobil, wenn ihr nur was in Europa macht, verlegen wir alle unsere Schiffe nach Panama und Edge. Und damit muss man lernen, in der Politik umzugehen, und da gibt es bestimmte Techniken. Also eine Technik ist zum Beispiel, ich war damals dabei, als die WTO gegründet wurde, da hat man mal freundlich anklingen lassen und hat gesagt, pass mal auf, ihr drei. Ja, das war damals auch so. Wenn es wirklich so schwierig ist für euch, wir haben es jetzt jahrelang probiert, dann gründen wir neu. Dann machen wir eine Neugründung, seid ihr nicht dabei. Goodbye. Ja. Und also ich sage mal so, man kann in der internationalen Politik auch ein bisschen die Daumenschrauben andrehen. Die Frage ist, will man es und ist der politische Wille dabei? Und ich glaube, da muss man auch zwischen Themen differenzieren. Ich würde sofort zugeben, dass im Bereich des Datenschutzes, das war ja meine Domäne, und es leichter ist, dass Europa alleine vorangeht, denn wir sehen ja jetzt, das haben wir damals gar nicht so, das war nicht unser Ziel, aber es ist tatsächlich so, wir sind ein so mächtiger Markt, wir haben eine so große Einkaufsmacht, dass viele internationale Konzerne sagen, für uns ist es am billigsten, weltweit digital das gleiche Modell zu fahren. Wir geben allen Bürgern weltweit, Microsoft macht das zum Beispiel, DSGVO-Rechte. Ja? Da funktioniert das. Also ob das, und das muss man aber nach Themenbereich angucken, ob das in der Umweltpolitik so funktionieren würde, das weiß ich nicht, habe ich vielleicht meinen Zweifel, aber das finde ich mal interessant von den Kollegen zu hören. Und genauso wie das Interdisziplinäre hier wichtig ist, materiell, muss man vielleicht auch anfangen, ein bisschen interdisziplinär über diese Governance-Strukturen und über die Daumenschrauben und andere Motivationsmechanismen auch mal fachübergreifend zu vergleichen und nachzudenken. Ja, noch ein kleiner Zusatz. Auf der einen Seite stimme ich absolut zu, dass wir ja in einigen Bereichen, sehr konkreten Bereichen, Sie haben mit Handel und Schifffahrt und so genannt,
auch auf globaler Ebene schon zu bestimmten Verständigungsmustern auch gekommen sind. Und generell würde ich da ganz, sage ich mal, mit Jürgen Habermas und Hannah Arendt übereinstimmen, dass es erstmal wichtig ist, dass wir bereit für einen Diskurs sind und dass wir diesen Diskurs einfach auch über alle Hürden hinweg einfach immer weitergehen und immer weiter drehen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist aber schon die Frage, wie umfassend kann eine solche Übereinstimmung auf globaler Ebene sein? Sicherlich werden wir es nicht dahin bringen, ein globales, ausdifferenziertes Ethiksystem aufzustellen. Bestimmte globale Maßstäbe sind sicherlich machbar, aber ein global geteiltes, voll ausdifferenziertes Ethiksystem ist nach meinem Verständnis nicht möglich. Also als Philosophin begebe ich mich selten so in den prophetischen Bereich, aber an der Stelle würde ich es vorsichtig doch versuchen wollen. Und ich möchte sogar noch weitergehen, würde sagen, das ist auch tendenziell gut, dass wir vermutlich da nicht hinkommen werden. Es gibt jetzt zum Beispiel eine Charta für Menschenrechte, warum sollte es eine Charta für Nachhaltigkeit geben? Das wären durchaus so ähnlich wie ich jetzt mit Handel und Schifffahrt und so, ein sehr wichtiges und brauchbares und gutes Beispiel nehmen für solche globalen Übereinstimmungen, die es definitiv gibt. Aber ein Ethiksystem ist dann nochmal sehr viel ausdifferenzierter und nochmal sehr viel genauer und geht auf sehr viel. Und Leute, die den Menschenrechten zustimmen, können trotzdem in vielen ethischen Situationen sehr unterschiedliche Positionen vertreten, obwohl sie sich alle auf die Menschenrechte berufen. Und ich glaube, die Gefahr liegt auf der anderen Seite in dieser Vision eines umfassenden Ethiksystems, an das alle Menschen glauben und das weit über die Menschenrechte hinausgeht, dass das eben tendenziell ideologisch ist und dogmatisch wird. Und das ist eben etwas, was Leute wie Hannah Arendt beispielsweise auch an so Ismen wie dem Humanismus kritisiert haben, weil alle diese Ismen am Ende vorgeben, sie wären eine objektive Autorität und darüber hinaus gibt es nichts mehr. Und solche Systeme verknöchern und können dann totalitär werden. Das ist, glaube ich, immer die Gefahr. Auf der einen Seite brauchen wir Visionen, wir brauchen auch irgendwie Zielvorstellungen und Bilder, auf die wir gemeinsam irgendwie hinsteuern können, um die wir auch gemeinsam kämpfen können. Auf der anderen Seite, wenn man diesen Weg zu weit geht und zu absolut geht, landet man unweigerlich in einem Dogmatismus. Und auf der globalen Ebene ist das ausnehmend gefährlich, weil wir da keine Außenperspektive mehr haben. Wir haben da niemanden mehr, der von außen irgendwie hergehen könnte und das System in Frage stellen könnte. Deswegen also ein bisschen beides, glaube ich, im Blick zu behalten, ist da durchaus gesund. Die spannende Frage dabei sind halt eben die Zeiträume. Also genau bei den Menschenrechten, das ist ja ein gutes Beispiel, das ist ja eine Agenda, die wir schon lange haben, aber die nicht umgesetzt ist. Und warum nicht? Weil es dann wieder danach eben an der Ordnungspolitik, die global einzusetzen wäre, wer überwacht, wer bestraft, das ist wahnsinnig schwierig. Bei der Nachhaltigkeit ist es ja eigentlich so, dass da auch eine grundsätzlich einfache Logik drin ist, nur das verbrauchen, was dann dem nächsten und den weiteren Generationen noch zur Verfügung steht. Aber die Zeitskala, in der wir das messen und weiterentwickeln, ist dann wieder kompliziert. Wir Erdsystemforscher, wir gehen da wirklich auf Jahrhunderte und wenn es auf Jahrhunderte oder Jahrtausende geht, wie bei CO2, was wir einmal in die Luft gepustet haben, das hält ja dann noch sehr, sehr lange vor, dann fehlt uns da jegliches ökonomisches Verständnis, wie das eigentlich einzupreisen ist. Und käme man bestimmt noch weiter, wenn man wenigstens anfängt, sich vorzustellen, Atmosphäre, wir haben ja Systeme für Müllentsorgung, wenn die Atmosphäre, man sich die als kostenfreie Müllhalde vorstellt, muss man sich eben nicht wundern, dass es so rauskommt, wie es jetzt ist. Und da kann man ansetzen. Da gibt es ja einfache Prinzipien, wie wir in dem System, in dem wir sind, dann schon schnell durch CO2 Kosten, wie auch immer, dass man dann aufsetzen mag, Steuer und dann Emissionshandel oder so weiter, wo man schnell dahin kommt, dass man es organisieren kann, nur mal auf diesen Bezug. Komplexer wird es dann, wenn es um Biodiversität geht, weil man da absolut lokal und regional denken muss und nicht nur global. Aber grundsätzlich fehlt es uns da ja nicht an der Logik, die da ist, die man aber eben nicht ausüben kann ohne Ordnungsprinzipien, ohne den starken Staat oder die starken Staaten, die sich was vornehmen, was sie auch dann verfolgen. Und wenn wir das in Deutschland, von wegen natürlich braucht es da Vorbildcharaktere, wenn wir es in den wohlhabenden Staaten eben nicht schaffen, das vorzuleben, dann werden es auch die, die eben gar nicht in der Situation sind, das durchzusetzen, erst recht nicht schaffen. Also da würde ich auf die Frage definitiv antworten, ja, es braucht unbedingt Vorbilder.
Bevor wir zur allerletzten Frage von meiner Seite kommen, würde ich gerne nochmal die Fragen fürs Publikum öffnen. Erstmal vielen Dank, mich haben sehr viele Fragen erreicht, die konnte ich alle gar nicht unterbringen, habe aber versucht, so viel wie möglich der angesprochenen Aspekte irgendwie in die Diskussion einfließen zu lassen und würde jetzt einfach, wenn jemand noch eine Frage hat, der dürfe einfach die Hand heben. Sehr gut. Ja, ich habe eine ganz kurze, ganz konkrete Frage, die eben auch schon angesprochen wurde, an Herrn Messner nochmal. Es ist völlig einsichtig, dass man fordert, dass die Schäden in ein Preissystem internalisiert werden. Diese richtige Forderung hat ein Minister, an den sich nur die Ältesten unter uns hier im Saal überhaupt erinnern werden, ein Herr Eppler, als Minister vertreten. Und wenn man so ein Gutachten schreibt, das ist meine Frage, warum kümmert man sich nicht darum zu analysieren, warum eine richtige, seit 60 Jahren bestehende Forderung nicht umgesetzt worden ist? Möchte da jemand drauf reagieren oder lassen wir das einfach mal so stehen? Ja, vielleicht nur ganz kurz. Ich meine, auch im WWGU beschäftigen uns ja sehr stark diese kulturellen Revolutionen, wo man eben spürt, dass die Zeitmaße, in denen man denken muss, dann wirklich andere sind. Ne? Wir sind natürlich sehr programmiert auf Technologiezyklen. Das Durchsetzen einer solchen richtigen Idee in einer Welt massiver Widerstände braucht seine Zeit. Und man ja, um diesen Begriff von Osterhammel aufzunehmen, diese Häufigkeitsverdichtung, dass es ein solches Politikmuster auf immer stärkere Resonanz stößt, die kann man über die letzten 20, 30 Jahre schon beobachten. Aber ob es nun in den nächsten 10 oder 20 Jahren braucht oder erst zum 100. Jahr der Einführung durch Erhard Eppler, das ist im historischen Maßstab immer sehr, sehr schwer zu beurteilen. Wir hatten da ganz hinten irgendwie noch eine Frage, vielleicht mal die Hand hoch, genau. Und dann hier vorne gab es nochmal zwei Fragen. Können wir das Mikrofon noch mal aufziehen für dorthin? Wir hören leider nichts. Hallo? Ja. Wird es im Zuge, um sich unabhängig zu machen als Europäische Union von Staaten, denen Klima und Menschenrechte relativ egal sind, USA und China zum Beispiel, um sich in digitalen Fragen unabhängig zu machen, wird es eine eigene Software oder ein eigenes Betriebssystem der EU geben? Ja, die EU hat ja mal versucht, eine eigene Suchmaschine zu entwickeln. Ich glaube, das waren ein paar hundert Millionen, die da versenkt wurden. Also ich meine, man muss dazu lernen, dass das alles nicht so einfach ist. Aber andererseits ist ja die Innovationsfähigkeit der Menschen sehr weit offen, auch in Europa. Auch die Politik-Innovationsfähigkeit ist offen. Wir sehen jetzt die Diskussion über Wirtschaftscloud, also Wissenschaftscloud ist ja schon ein großes Thema für Europa, aber jetzt Wirtschaftscloud, also Gaia X und Herr Altmaier auch sehr engagiert. Also ich glaube, dieses Stichwort der digitalen Souveränität ist ein Stichwort, was auch sehr schnell in andere Themenbereiche reinführen kann. Ich habe neulich zum Beispiel mal mit jemandem diskutiert, der sagte eigentlich, das Zentrale ist das zukünftige Telefonbetriebssystem, das Mobiltelefonbetriebssystem, da muss man wegkommen von dem Monopol von iOS und Android, denn das wird eigentlich das Zentrale sein. Alles wird mobil sein in Zukunft und mit 5G und Virtual Reality und so wird dann nochmal das Tor aufgestoßen, hat Manuel Castells geschrieben, 5G als die neue Chance, sozusagen die Karten nochmal zu verteilen. Also ich würde mal sagen, da ist nichts vollkommen ausgeschlossen, allerdings die Hoffnung, dass sozusagen staatlich finanziert, man frontal auch direkt auf den Gebieten, wo die fünf großen GAFAM ja schon das Feld fast monopolartig besetzen, dann nur einsteigt und es schafft, das ist, glaube ich, das ist ein schwieriges Thema, aber wir sind ja jetzt hier in Berlin, wenn ich das mal so ein altes Sprichwort aus Ostdeutschland hat mir mal jemand gesagt, der Ulbricht habe mal gesagt, überholen ohne einzuholen, sei das Thema. Die sind damit gescheitert, aber den Spruch finde ich eigentlich doch ganz gut, überholen ohne einzuholen. Ich meine, es ist ja tatsächlich so, die digitalen Technologien haben teilweise in den besetzten Bereichen sehr schwierige, hohe Eintrittsbarrieren, aber vielleicht in anderen Bereichen auch keine hohen Eintrittsbarrieren. Also ich würde nichts ausschließen wollen jetzt.
Erst einmal, bevor wir zu den nächsten Fragen kommen, müssen wir Herrn Schneidewind schon verabschieden. Er muss zum, und Frau Boetius auch schon. Genau, wir sind etwas zeitlich im Verzug. Deswegen erst einmal vielen Dank, ein Applaus an Sie. Und ich würde sagen, haben Sie noch Zeit? Dann, okay, wir müssen an dieser Stelle Schluss machen. Ich würde gerne eine letzte Frage noch loswerden an Herrn Nemitz, weil das die höchst gerankte Frage bei mir bei Slido ist, die vielleicht Sie noch beantworten können. Und zwar geht es darum, ist auch schon immer wieder angeklungen auf dem Panel, you can't govern what you don't understand. Wie kann man das notwendige Wissen auch in den Verwaltungen aufbauen? Ja, also ich würde zunächst mal sagen, dass die Behauptung, you can't govern what you don't understand, das ist natürlich nicht ganz richtig. Also wenn nämlich daraus der Gegenschluss, und das ist natürlich so der klassische Diskurs des Lobbyisten, ja, und des Tech-Klugscheißers, um das mal zu sagen, ihr kapiert das ja alle nicht und deshalb könnt ihr keine Gesetze machen und ja, John Perry Barlow pur. Also ich glaube, das ist eine Fehlannahme. Der Gesetzgeber muss nicht jede Kleinigkeit der Technologie verstehen, um in der Lage zu sein, vernünftige, zum Beispiel fangen wir mal auf der Ebene der Verfassung zu machen für Gesellschaften, die technologisch sind. Ja? Also insofern diese Behauptung, dass wir jetzt alle nur noch Physiker und Informatiker sein müssen und sonst dürfen wir keine Politik machen, sonst dürfen wir auch an der Demokratie nicht mehr teilnehmen und mit abstimmen, das halte ich für absurd. Also insofern dieser Satz, you can't govern what you don't understand, da ist was Wahres dran, in dem Sinne, dass man die Systemlogik verstehen muss, aber man muss nicht alle Einzelheiten verstehen, um in der Demokratie abstimmen zu dürfen. Ja, das ist also, ich sag mal so, das ist the engineering view of the world, sehr antidemokratisch, muss man echt aufpassen. Das gesagt, wie kann man die Kompetenz erhöhen? Da würde ich zunächst mal sagen, ist eine Einladung an die technische Intelligenz. Was wir in Amerika und Europa sehen ist, die Ingenieure, die technische Intelligenz ist immer wichtiger geworden, sind immer mehr Menschen, sind immer mächtiger und nehmen immer weniger an der Politik teil. Gucken Sie mal an, wie viele Ingenieure noch im Bundestag sitzen oder im amerikanischen Kongress. Und ich würde schon sagen, dass es gut wäre, wenn die technische Intelligenz sich wieder mehr an Demokratie beteiligt und auch an den Institutionen der Demokratie. Also ich meine damit ausdrücklich, bitte nicht nur zum CCC-Kongress gehen einmal im Jahr und ein bisschen schön reden und so weiter, sondern das harte Brot und auch die Frustrationstoleranz zu wiedererlernen, die notwendig ist, um in der Demokratie was zu ändern, ja, und da mitzumachen. Das wäre ein Weg. Und der andere Weg ist natürlich, dass die öffentliche Verwaltung genauso multidisziplinär arbeiten muss, wie jetzt wir das ja schon für die Wissenschaft diskutiert haben. Und da braucht man dann auch Leute, die bereit sind, das zu tun, einerseits, also Technikleute, die in die Verwaltung gehen wollen. Und natürlich muss auch die Verwaltung sich ändern und sagen wir mal so sein, dass sie auch ein attraktiver Ort wird für Techies. Und es gibt in Amerika Nicole Wong, die war früher Chief Technology Officer im White House, fängt gerade so eine Bewegung an, sagt also Technicians for Democracy. Und in Deutschland gibt es ja jetzt auch den Chief Nerd im Bundeskanzleramt. Also ich sag mal, das fängt jetzt an, das muss von beiden Seiten ausgehen. Aber ich will mal ganz ausdrücklich einladen, diejenigen, die früher darauf bestanden haben, dass Politik nicht auf der Bühne bei ihnen erscheinen darf, ja, sich der Demokratie und ihren Institutionen auch wieder zuzuwenden. Wir brauchen eben auch Leute, die mitmachen in den Parteien, in den Parlamenten und auch in der öffentlichen Verwaltung und auch Beamter werden. Oh Gott, oh Gott. Ich wollte nur noch einen Zusatz zu dem Beginn Ihrer Antwort machen, und zwar nicht nur ist es so, dass man irgendwie vielleicht zumindest glaubt, ob mehr oder minder berechtigt sei die Frage, dass man nur das kontrollieren kann, was man versteht, sondern mittlerweile gibt es ja auch gerade in Techie-Kreisen gerne so diesen Satz, dass wir mittlerweile überhaupt nicht mehr verstehen, was wir da bauen eigentlich. Mhm. Ne? Und das ist gerade irgendwie, wenn es im Bereich neuronaler Netze geht, dass durch das Training der Algorithmen am Ende kommt halt irgendwas bei raus und wir wissen nicht, warum, wie wir da hingekommen sind und was das überhaupt soll. Und auch das ist eine große Gefahr, die ich darin sehe, die Verantwortung abzugeben, die man auch in den Kreisen für die Technologien, die man da gebaut hat und die vielleicht hochkomplex sind und die einen bestimmten, je nachdem was für Algorithmen verwendet werden, auch einen bestimmten Wahrscheinlichkeitsspielraum zulassen, dass man trotzdem die Verantwortung, die man im Design der Programmierung dieser Technologien hat, auch immer noch weiter behält.
Wir geben diese Verantwortung nebenbei bei den hochkompliziertesten Maschinen, nämlich bei Menschen, ja auch nicht ab. Ne? Also man kann ja in der Erziehung von Kindern beispielsweise, kann man sich sehr großartig bemühen, irgendwie die richtigen Werte und Prinzipien an diese Kinder weiterzugeben und trotzdem können sie sich am Ende, verzeihen Sie den Ausdruck, zu Arschlöchern entwickeln. Also auch da kann man nicht von vornherein vorherbestimmen, was am Ende bei rauskommt, um das mal in dieser selben Metaphorik irgendwie auszudrücken. Und trotzdem tragen die Eltern zumindest bis zum 18. oder bis zum 21. Lebensjahr die Verantwortung eben für ihre Kinder. Wo kommen wir dahin, wenn wir das bei den Technologien jetzt auch, wo wir alle, glaube ich, darin übereinstimmen, dass Technologien, so komplex und so smart sie auch vielleicht sein mögen, sie trotzdem nicht so komplex und smart sind wie menschliche Kinder. Warum sollten wir die Verantwortung da abgeben wollen, wo wir es doch bei den Menschen eben gerade nicht machen? Und damit kommen wir so langsam zum Ende. Wir sind schon nämlich eigentlich mittendrin in der Pause. Ich danke Ihnen für die vielen, vielen Fragen, die wir jetzt zum Teil leider nicht mehr geschafft haben. Wir sehen uns um 14 Uhr wieder. Dann geht es auch, das war noch eine Frage, tatsächlich sehr viel konkreter noch um die Forschung. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal einen guten Hunger. Bis später.